Einen guten Abend. Ja, okay, gut, man kann mich hören. Schön, dass schon wieder so viele sich eingefunden haben zur allabendlichen Forge of Empires Runde. In letzter Zeit zumindest. Oder alltäglich, muss ich sagen, weil vor 2 Tagen hatte ich ja mittags gestreamt. Genau. So, erstmal die Begrüßung. Hallo Samson, hallo Tyrawal, hallo Murmeltier und hallo Engel. Ja, Murmeltier. Genau da kann ich vielleicht helfen. Schauen wir mal. Und an Samson, GVG ist tot. Richtig. Und an Tyrawal unterbreche ich dich immer beim Jagged Alliance Stream schauen. Sorry. Ich lasse dir keine Ruhe. Ich funk dazwischen einfach. Tut mir leid. Ja, Jagged Alliance, Quatsch. GVG. GVG. Gab es heute große Ankündigung. Kann ich mal kurz umschalten. Dass Guild vs. Guild eingestellt werden soll. Shutdown Guild vs. Guild Feature. Genau, ich habe mir den ganzen Text noch nicht durchgelesen. Ja, würde ich jetzt auch ungern simultan übersetzen. Ich muss da schon noch ein bisschen konzentrieren. Also erstmal für mich durchlesen, bevor ich irgendwas dazu sage. Genau. Und es gibt keine Bildchen, die mich da durchleiten. Ja. Genau, aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern wieder ums Halloween-Event. Sorry. Hallo Arak. Schön, dass du auch da bist. Also, eine Sache zuerst, vorneweg. Ich habe ja gestern am späten Abend versucht zu berechnen, wie viel Zehner ein Totenkopf kostet. Ungefähr. Ja, also Totenköpfe sind die Fortschritte auf dieser Fortschrittsleiste, wo man eben die Preise dann bekommt, die man sich dann abholen kann, um das Hauptgebäude voll zu machen. Und da habe ich versucht, das zu berechnen. Und da hat mich Onata auf einen wichtigen Fehler, den ich gemacht habe, hingewiesen. Gestern Abend. Und zwar habe ich dieses durch 12, durch 6 und durch 4 hier überhaupt nicht beachtet. Also, eine Kiste zu öffnen kostet nicht nur einen bronzenen Schlüssel, sondern eben 12. Und demzufolge habe ich die Stärke von den bronzenen Schlüsseln überschätzt natürlich, und die von den goldenen unterschätzt. Also sind die goldenen doch wertvoller am Ende als die bronzenen. Das ändert aber, denke ich, nicht so viel an meiner grundsätzlichen Feststellung, dass es sich eigentlich nicht lohnt, Karten am Ende übrig zu behalten, um mit diesen übrig gebliebenen Karten noch Schlüssel zu machen. Genau. Ja. Das zum Update von gestern, zu dem einen Update. Ich habe noch ein zweites Update. Wir könnten jetzt nochmal berechnen. Ich habe da auch schon angefangen. Was wie viel Schlüssel kostet. Ich schiebe es mal eben hier rüber. Nur mal, dass man es schon sieht. Ich hab die Diebeskarte schon mal umgerechnet. Und dann kommt man hier für die Diebeskarte auf 2 Totenköpfe. Was? Was habe ich denn hier berechnet?
25, also da habe ich wahrscheinlich die 5 weggelöscht. Also, man muss 2 Zehner ausgeben für einen Totenkopf. Das war dann die neue Berechnung für die Diebeskarte. Also die ist 2 Zehner wert quasi, oder nicht 2 Zehner wert, sondern ist dieses Verhältnis. Jetzt müsste man die anderen Sachen noch berechnen. Und zwar, was so ein Durchlauf kostet. Das ist ja das hier. Genau, das ist das. Das sind die 14 bronzenen, die 6 silbernen und die 6 goldenen Schlüssel, die man für ungefähr 500 Zehner bekommt. Da habe ich jetzt angefangen umzurechnen, aber ich bin noch nicht durch. Könnten wir natürlich auch zusammen machen. Hallo Onata. Um dann nochmal die Verhältnisse zu kriegen, also was bringt, also wie viel lo also wie sehr lohnt sich das, das Dungeon durchzuspielen, wie sehr lohnt sich das, die Diebeskarte zu nutzen und wie sehr lohnt sich das, Karten übrig zu behalten quasi. Aber ich denke, an der grundsätzlichen Feststellung wird sich das nicht ändern, weil es ändert ja nichts an der Anzahl der Schlüssel, die wir jetzt am Ende rausbekommen. Wir kriegen nur ein paar wertvollere Schlüssel, aber die bekommen wir ja auch, wenn wir das Dungeon vollständig durchspielen, weil, wie gesagt, beim vollständigen Durchspielen gibt es ja dann nochmal diesen Endpreis mit den die wir über die Diebeskarte klauen können, mit einmal Bronze, zweimal Silber, dreimal Gold. Okay. Und hallo André. Teil 12. Teil 12. So ungefähr, ja. Also, das war jetzt für Murmeltier wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, was ich gerade versucht habe zu erklären. Weil das ja alles die Sachen betrifft, die ich gestern quasi schon angesprochen habe, nachdem wir da schon sehr tief eingestiegen sind in das Spiel. Genau. Ich werde mal versuchen. Ja, ich habe mir halt keine Notizen gemacht. Aber was ich halt eigentlich gerne machen wollen würde, wäre jetzt am vorletzten oder letzten Tag mir nochmal Notizen zu machen und auch wirklich nochmal ein kurzes Video daraus zu machen. Mit den Sachen, die vielleicht andere noch nicht erwähnt haben. 2 Tage und 11 Stunden. Ja, ist ein bisschen 11. Ich habe hier 13. Nee, 2 Tage und 11. Wo bist denn du? Bisher Zähne sammeln und Dungeon spielen lohnt sich. Ja. Also Zähne sammeln generell, grundsätzlich. Ist es ja so wie immer. Die Zähne gibt es aus den üblichen Quellen, Tagespreise, also nicht Tagespreise, sondern die täglichen Einsammlungen, die man bekommt. Dann gibt es Zähne auch in Ereignissen, wenn man Glück hat. Es gibt Zähne in der Questreihe und in der Rush-Questreihe. Das sind, glaube ich, die Quellen für Zähne. Und hinzu kommen noch Schlüssel aus den täglichen Quests. Da kann man halt nochmal Schlüssel hinzubekommen, um dann auch in der Gesamtliste weiterzukommen und näher an die nächsten Preise zu kommen und das Hauptgebäude auszubauen. Genau, die Schlüssel quasi. Man kann mit dem Tagespreis ruhig warten, weil der Tagespreis, den gibt es nicht in den Dungeons. Also man kann halt die Dungeons spielen, unabhängig davon, ob es jetzt den Tagespreis gibt, den ihr selber wollt. Und wenn ihr gerade Zeit habt und Dungeons spielen wollt, dann spielt Dungeons und macht die mindestens 3 Dungeons auf jeden Fall fertig und spielt sie richtig schön durch am besten, wenn ihr die Zähne dafür habt. Und dann ist auch gut.
Und sofern der Tagespreis dann an dem Tag kommt, den ihr wollt, vielleicht auch wenn ihr da nicht mal Zeit habt, Dungeons zu spielen, dann klickt ihr euch hier durch die Truhen und holt euch einfach alle so viel wie möglich von dem Tagespreis und seid dann damit glücklich hoffentlich. Und in dem Moment geht dann halt hier auch eure Leiste voran, weil eben diese Totenköpfe dann eingesammelt werden und ihr dann hier beim Hauptgebäude auch vorwärts kommt. Genau, was ich bisher ja vor allem analysiert habe, ist, wie kann man Zähne sparen? Und Murmeltier, da bin ich bisher drauf gekommen, dass man pro Dungeon Z-Henning, achso, das ist jetzt nicht Übersetzungsfehler, sondern wahrscheinlich ein Autokorrekturfehler, oder? Genau, also ich bin drauf gekommen, dass man eigentlich, oder nicht Mann, sondern ich. Ich schiebe das hier wieder rüber. Ich habe hier die obersten Spiele alle. Also gestern habe ich 6 Dungeons gemacht. Onata hat übrigens gewonnen gestern. Ich habe gestern 6 Dungeons gespielt. Oder 5? Ja, 5, glaube ich. Das ist ja das erste. Ich habe die Zahlen hier nicht erneuert. Das zweite, das dritte, das vierte, doch 6. Das fünfte und das sechste. Und das sind die Zahnverbräuche, die ich dabei hatte. Einmal 620 Zähne verbraucht, dann 405, 345, 345, 495 und 400. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass man einen Dungeon mit weniger als 500 Zähnen schaffen kann. Recht einfach schaffen kann, wenn man die klugen, also wenn man klug spielt, also versucht, Zahnsparen zu spielen. Und im Grunde geht es ja darum, dass man Zahnsparen spielt, weil je mehr Zähne man hat, desto mehr Dungeons kann man spielen und desto mehr von den Belohnungen kann man einsammeln. Wo ich glaube ich auch hier diese Liste gemacht habe. Das sind die Preise, die man bekommt insgesamt für die einzelnen Duelle. Regulär. Dann habe ich die hier auch genau zusammen addiert, aber ich habe es noch nicht umgerechnet in Totenköpfe. Was es bedeutet, wie weit man da kommt mit den Totenköpfen. Genau. ich würde fast vermuten, dass man vielleicht sogar mit 400 hinkommt. Denn diese 620 hier oben, da habe ich bewusst zu viel ausgegeben. Und hier habe ich einmal für 100 Zähne die dritte Karte gekauft, was man eigentlich nicht machen sollte. Würde man jetzt die 100 abziehen, wäre ich jetzt bei 395. Aber dann hätte ich vielleicht an einer anderen Stelle noch mehr Zähne ausgeben müssen, weil ich habe ja diese 100er Karte auch genutzt, die ich gekauft habe. Und die hat mir ja auch was gebracht. Aber wahrscheinlich weniger als 100 Zähne wert. Genau, da habe ich mir in diesem Duell habe ich mir bewusst die eine Karte gekauft, die wahrscheinlich sich nicht lohnt. Ich kann dir jetzt nicht sagen, welche das ist, aber wir spielen gleich noch mindestens 3 Dungeons und da werden wir die Karten noch kennenlernen nochmal. Ähm, 500 ist also ziemlich safe. Naja, man muss halt schon überlegt spielen, wenn man 500 haben will. Aber ich denke, 500 sind gut möglich. Und das, da habe ich jetzt als Grundlage auch genommen oder angesetzt, dass man eben 500 Zähne pro Dungeon braucht. Für meine Berechnung hier. Wie gesagt, die Berechnung muss ich eben noch zu Ende führen. Okay, ich würde erstmal einsammeln, bevor ich ein neues Duell mache oder ein neues Dungeon mache, denn ich bin jetzt hier bei 53 von 56, ich bin also fast durch mit meiner Questreihe, was auch albern ist, weil ich schaffe es nicht mehr, diese Zähne auszugeben, Leute. Da müsste ich jetzt noch also 10 wären ja dann 20 Dungeons, also 10.000 wären 20 Dungeons. Wenn ich mich jetzt nicht vertue.
Also, ja. Wenn ich das zu Ende habe, ne, vielleicht so 25 Dungeons spielen. Das wird ein bisschen viel. Glaube ich. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, jetzt hier die Beta-Questreihe zu Ende zu spielen. Also noch die Questreihe schon, aber die Beta-Dungeons alle durchzuspielen. Okay, also die Questreihe versuchen wir jetzt mal zu komplettieren. Ich muss eben nochmal 110 Güter sammeln. Mal gucken, wo ich das am cleversten mache. Vielleicht erstmal die großen Eventgebäude abholen. In der Hoffnung, dass da Güter drin sind. Ich könnte natürlich auch mal drüber gehen und warten, aber bis angezeigt wird, ob da Güter drin sind. Das verzögert natürlich alles und manchmal zeigt es das einfach nicht an. So. Da sind Güter drin. Wo sind wir denn jetzt? Haben wir es fast geschafft, noch 9. Der gibt keine Güter. Zwei von diesen kleinen Häuschen. So. Viel Glück dabei. Stehe dir bei. Habe Urlaub. Dungeons, wir kommen. Sehr schön. Okay. Okay, jetzt muss ich nochmal 8 Stunden Produktion fertigstellen. Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ist aber auch nicht schlimm. Also, ich könnte jetzt auch natürlich die Beschleuniger einsetzen. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich nochmal ausgebremst werde. Na, wobei, vielleicht können wir das heute mal eintüten. Mit dem, was wir bisher haben. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass ich heute mal die ganze Eventwährung ausgebe, die ich bisher eingesammelt habe, um mal zu gucken, wie weit ich jetzt schon bin. Genau. Ja, also 2 kulturelle Gebäude soll ich bauen. Aus meinem Zeitalter. Habe ich die schon? Habe ich schon. Die Doktoren. Die sind nicht ganz so teuer. Das ist der Part und die 8-Stunden-Produktion, die kriege ich halt. Wie soll ich 8? 8 mal 8 Stunden. Übrigens, wäre nett, wenn ihr euch in meine Taverne setzt, falls ihr auf der Beta seid, weil ich muss irgendwie noch ganz viele Tavernensilber sammeln. So, 8 Stunden Produktion laufen. Dann schaue ich mal, was ich für Beschleuniger habe. Wie heißt denn das nochmal? Irgendwas mit Acceleration ist es nicht. Wie heißt das nochmal Englisch natürlich? Mit den Beschleunigern. Ah, Rush. Genau. Supply Rush. 6 Stunden. Mass Supply Rush setze ich einmal ein und einmal 2 Stunden. Genau. So. Und schon sind 8 Stunden um. So schnell kann es gehen. So, das sollte ja schon genügend sein. Ach, jetzt muss ich eh noch warten. Jetzt werde ich eh noch ausgebremst. Okay, dann sammle ich mal den Rest ein, weil ich werde jetzt eh ausgebremst. Und gebe das noch einmal alles aus. Daran hatte ich auch nicht gedacht, das habe ich auch vergessen in meiner Abwesenheit von Forge of Empires, dass man ja da dann auch noch ausgebremst wird und noch gar nicht durchspielen kann. Du bist noch in der Taverne drin. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Und ich bin jetzt durch die Forschung hier schon wieder durch und im nächsten Zeitalter. Und ich habe noch nicht wirklich Gebäude gebaut, die ich in meinem Zeitalter aufstellen soll. Ich denke, bevor ich ins nächste Zeitalter gehe, sollte ich das unbedingt tun. Aber ich kann schon mal
weitere Forge-Punkte ausgeben. So, und nicht anloggen. Nicht freischalten natürlich. So, okay, jetzt werden wir mit dem durch. Kommen wir zu den Dungeons. Okay, du hast schon alle durch. Engel, wie weit bist du denn? Wie viele Zähne hast du denn noch übrig? Für die letzten anderthalb Tage. Okay, also. Hier ist der erste wichtige Tipp. Man soll sich hier nachrichten, was der Tipp hier ist, der hier steht. Der erste wichtige Tipp. Genau, man soll Vampire wählen, um gegen Zombies zu kämpfen. Das heißt, wir wählen jetzt das Vampir-Deck. 630 Zähnchen. Na, das ist ja perfekt. Da kommst du ja morgen gut mit zu Ende, denke ich. Da hast du dann morgen noch ein bisschen Währung, die du hinzubekommst. Und dann schaffst du es gar nicht mehr, drei Dungeons wahrscheinlich durchzuspielen morgen. Wahrscheinlich nur eher zwei. Vielleicht mit Glück drei. Also können wir gleich mal zum nächsten Tipp. Murmeltier, wenn du keine Eventwährung hast, dann spiel trotzdem die Dungeons. Einfach auswählen nach dem Tipp hier und dann durchklicken. Keine Eventwährung ausgeben. Einfach durchspielen. Und wenn du dann Eventwährung angespart hast, spiel sie richtig durch. Und so spiel sie einfach nur so lange, bis du stirbst, ohne Zähne auszugeben. Es lohnt sich halt nicht, einen Dungeon nur anzuspielen und zwischendrin abzubrechen. Das lohnt sich nicht. Aber es lohnt sich immer, einen Dungeon quasi kostenfrei zu spielen. Einfach nur durchzuspielen und die Gratis-Schlüssel einzusammeln dann quasi, ne? Also ihr könnt ja auf jeden Fall ein paar Spiele, ein paar Gegner besiegen mit den Lebenspunkten, die ihr habt und mit den Karten, die ihr habt. Von daher immer spielen die Dungeons. Wichtig auch immer diese doppelte Truhe abzuholen, die ihr habt. Das macht wahrscheinlich auch nur Sinn, das auf der Goldtruhe zu machen, weil dann kriegt ihr halt immer 48 Fortschritt hier auf der Leiste, statt 18 oder 12 zu verdoppeln. Na, das bringt halt weniger, deswegen macht es halt mehr Sinn, das mal 2 immer hier einzusetzen, bei Gold. Aber dazu muss man auch erstmal ein paar Schlüssel haben. Ne? Und ja, genau. Das vielleicht für den Anfang. Und jetzt spielen wir mal ein Dungeon mit Vampiren gegen vor allem Zombies. So. Vielleicht nochmal grundsätzlich einmal durchgehen. Das hier oben sind die Lebenspunkte, die ihr habt. Diese Lebenspunkte dürfen niemals unter 0 fallen oder unter 1 fallen, logischerweise. Denn dann ist das Dungeon zu Ende und man hat das Dungeon verloren. Die einzige Ausnahme ist, beim Endboss dürft ihr, wenn ihr den besiegt, auch weniger als einen Lebenspunkt übrig behalten. Gut für mich. Dungeons ohne Zähne. Bisschen, bis ich sterbe. Aber keine Dungeons anfangen lohnt sich nicht. Also nochmal. Dungeons ohne Zähne, bis du stirbst, wenn du keine Eventwährung hast. Wenn du 500 plus Eventwährung hast, spiel ein Dungeon durch. Und zwar das, wo der Tipp dafür dasteht. Und wenn du keine Eventwährung hast, aber oder keine Zeit, dann spiel einfach nur die Dungeons durch und setz keine Zähne ein. Genau, einfach nur so lange spielen, bis du stirbst. Und währenddessen kriegst du ein paar bronzene und vielleicht ein, zwei silberne Schlüssel. Und die kriegst du halt dann kostenfrei. Einfach nur, weil du dich durchklickst. Und deswegen ist es wichtig, jeden Tag durchzuklicken. Auch wenn du gerade keine Zähne einsetzen willst, weil du nicht genügend Zeit oder noch keine Zähne hast. Genau. 16 Karten sind jetzt auf dem Deck. Man bekommt welche dazu durch diese Aktionskarten, die man auf den verschiedenen oder gegen die verschiedenen oder nach den verschiedenen Duellen als Belohnung bekommt. Hier gibt es jetzt eine Kiste. Ich glaube nach 3, 5, 7 und 9. Da waren, glaube ich, die Karten. Das hatte ich mir jedenfalls nochmal angelesen. Ich hatte das auch falsch im Kopf.
Aber nach Duell 3, 5, 7 und 9 gibt es wohl die Karten. Genau. Also die zusätzlichen Aktionskarten. Dann kann man hier oben sein Deck einsehen, was man gerade hat. Weil ich das Vampir-Set, denke ich, gewählt habe, habe ich jetzt am meisten Vampire im Deck. Und es gibt ein paar Hexen im Deck. Und es gibt ein paar Werwölfe im Deck. Und es gibt ein paar Zombies im Deck, die man auch noch einsetzen kann. Aber vorrangig das, was man da gewählt hat. Und das sind jetzt in diesem Fall Vampire. Und ich würde eigentlich gerne einen Vampir haben, um diesen Zombie hier zu besiegen. Hab jetzt hier keinen bekommen. So. Aber da kommen wir noch zu. Der Gegner hat 11 Karten, also 11 Duelle, die aufeinander folgen. Und es gibt halt dieses Kreisprinzip, dieses Schere, Stein, Papier-Prinzip bei den Kartentypen. Zombies schlagen besonders gut Werwölfe, Werwölfe schlagen besonders gut Vampire und Vampire schlagen besonders gut Zombies. Hexen sind außen vor, die haben keinen Malus und keinen Bonus gegen die verschiedenen Gegner. Diese Fertigkeitskarten hatte ich schon erwähnt, auch wann die kommen. Und wir haben jetzt eben, wie wir hier oben sehen, einen Werwolf und der Gegner ist ein Zombie. Ein Zombie hat einen Bonus gegen Werwölfe. Deswegen würde der Zombie uns jetzt hier 2 bis 4 Schaden machen durch den Bonus. Und wir würden den Bonus nicht bekommen. Wir würden der kalten Hand 2 bis 3 Schaden machen. Was einerseits zu viel ist, weil die kalte Hand hat eben nur einen Lebenspunkt. Und andererseits, wir würden mehr Schaden einstecken, als wir bekommen müssten. Und deswegen würden wir an der Stelle die Karte wechseln. Ich werde mal wieder aufschreiben, wie viel Zähne ich ausgebe. Ich habe jetzt 11.780. Fügt das jetzt hier wieder meiner Liste hinzu, um zu gucken, wie viel ich verbrauche. Zähne werden nicht weniger, werden immer nur mehr und mehr und mehr. Und um daraus zu bestimmen, wie viel Zähne man wohl bezahlt pro Dungeon. So im Schnitt. Kann natürlich immer mehr bezahlen, aber das sollte man ja eben nicht tun. So, wenn man eben auf Redraw drückt, dann ist die Karte, die man gerade auf der Hand hatte, erstmal weg. Und man bekommt aus dem Gesamtdeck 3 andere zur Verfügung gestellt. Also sie ist nicht weg, sie wird nicht gelöscht, sie wird nur getauscht und man kann sich eine von 3 anderen aus dem Deck rausnehmen. Und zur Verfügung steht uns jetzt hier ein Wolfsjunges, ein schwächeres Wolfsjunges, was ja da auch den Malus hat. Deswegen werden wir diesen Werwolf nicht wählen. Wir können einen Vampir wählen, der eigentlich zu stark ist. Er kriegt auch noch den Zombie-Bonus. Das heißt, er macht 4 bis 5 Schaden gegen die kalte Hand. Ist eigentlich total übertrieben. Und die dritte Möglichkeit wäre auch ein Nachzehrer, der auch zu viel Schaden macht. So, und ich habe mir jetzt auch noch mal erklären lassen, was das hier unten soll und das mit dem Auswählen. Und zwar habe ich Juba gefragt. Ich habe ja über Rise of Cultures da einen guten Kontakt zu ihm. Und ich habe Juba gefragt, oder Juba eigentlich habe ich ihm geschrieben, da gibt es einen Bug. Aber er hat mir geantwortet, nein, ist nicht, das ist so vorgesehen, dass man jetzt hier für ein weiteres Mal Redraw 10 Zähne bezahlen würde. Wenn ich jetzt aber hier mir den Nachzähler Zera auswähle, das wieder zurückgestellt wird auf 5 Zähne. Und das liegt daran, dass ich jetzt diese Zähne wieder bekomme, also diese Karten, die gerade raus waren, wiederbekommen könnte. Nach dem Redraw für 10 Zähne sind auch die raus und die könnte ich nicht mehr wiederbekommen. Das heißt, ich bekomme aus den restlichen noch verbliebenen Karten aus dem Deck, abzüglich der 4 Karten, die ich nicht wollte, wieder 3 Karten zur Verfügung gestellt. Und deswegen ist es teurer. Und deswegen kann man sich, wenn man eine Karte wählt, wieder für 5 Zähne
dieses Redraw machen, dieses Erneuern oder neue Karten austeilen in dem Sinne. Genau, also so ist es gedacht. Es ist im Prinzip das Prinzip, wenn ich jetzt Redraw drücke, weil ich die Karte ja immer noch nicht will, lege ich diese Karte beiseite und aus den verbleibenden 16 Karten bekomme ich 3 zur Auswahl. Also ich lege jetzt den Nachzehrer beiseite, bekomme jetzt 3 zur Auswahl. Das sind diese 3. Wenn ich jetzt nochmal Redraw drücke, dann lege ich 4 beiseite und bekomme dann aus den verbliebenen Karten nochmal 3 zur Auswahl. Und deswegen wird es hier immer teurer. Und wenn ich auswähle und nochmal neu anfange, dann gehe ich halt wieder vom ganzen Deck aus. Yuba ist kein Entwickler. Also ich denke nicht, dass er Entwickler ist. Er ist ja derjenige, der die Nachrichten schreibt. Hier zum Beispiel hat er ja jetzt auch den Artikel geschrieben zum Ende vom GVG. Also er schreibt diese ganzen News. Aber er hat, dadurch, dass er diese ganzen News schreibt, natürlich einen guten Überblick über das, was funktioniert und wie es funktionieren sollte. Auf der Beta, das stimmt. Ja, auf dem Beta-Account. Beta-Server. Okay. Also, erneut haben wir hier welche zur Auswahl. Und dieses Mal haben wir auch eine gute Karte dabei. Wir könnten die kalte Hand benutzen. Oder die Vampirfledermaus. Beide sind nicht besonders stark. Die Vampirfledermaus, oder die große Fledermaus, ist es ja jetzt direkt übersetzt, ist ja jetzt für diese kalte Hand eigentlich zwar schon zu stark. Mensch, ist das auffällig hier mit der Erwähnung. Ich weiß es noch nicht, André. Eigentlich nicht so richtig. Aber ein bisschen schon. Ich weiß noch nicht so richtig. Ich würde jetzt die kalte Hand nehmen, weil die Vampir-Fledermaus oder die Fledermaus ist eigentlich zu stark. Den Werwolf kann ich nicht verwenden, weil der dann wieder viel Schaden macht. Und das ist eine sehr schwache kalte Hand, die mir hier zur Verfügung steht. Aber sie reicht aus, um die Karte zu schlagen. Also nehme ich die, kämpfe mit der, bekomme selbst 2 Schaden und mache ein, was ja auch reicht. So, nächstes Duell. Wir haben wieder Pech und bekommen wieder einen Werwolf gegen einen Zombie. Das heißt, wir müssen Redraw machen. Man muss natürlich nicht, aber dann muss man halt mehr Schaden in Kauf nehmen. Und ich hoffe, dieses Mal, wir haben eine schöne, schwache Fledermaus dabei. Also nehme ich diese Fledermaus, kämpfe damit. Okay. So. Jetzt hat der Gegner einen Werwolf. Der hat Zusatzschaden gegen unsere Vampire. Das heißt, wir wollen an der Stelle eigentlich einen Zombie nehmen. Idealerweise, um den Werwolf zu schlagen, den gegnerischen. Also machen wir wieder Redraw. Wir könnten auch eine Hexe nutzen, die kriegt keinen Zusatzschaden. Aber eigentlich wäre sie jetzt zu stark für den Wolf. Das Wolfsjunge könnte reichen, es macht 2 bis 3 Schaden. Dieses Wolfsjunge eher nicht, weil es eben nur 1 bis 3 Schaden macht. Also wir haben hier halt eine Zweidrittelchance, dass wir gewinnen, hier halt eine Eindrittelchance. Deswegen gehe ich jetzt mit 2 Drittel und versuche den Werwolf mit unserem Wolfsjungen zu besiegen. Wir haben Pech gehabt. All-Seeing ist viel zu stark. Der hat nur noch ein Leben. Wir machen Redraw. Jetzt nutze ich das zweite Wolfsjunge. Damit ist er jetzt auf jeden Fall tot. Und jetzt haben wir ein paar Karten ausgespielt und die nächste Belohnung ist die Kartenwahl. Das sind jetzt die 3 Karten. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Karten, die man bekommen kann. Wir haben rausbekommen, Madness ist richtig schlecht. Also
Nochmal, wählt nicht die Madness-Karte. Ich weiß nicht, wie die übersetzt wird. Vielleicht mit Wahnsinn oder so. Oder Verrücktheit oder ich. Je nachdem. Merkt euch das Symbol. Die nicht wählen, ihr greift, oder wenn ihr diese Karte ausspielt, dann greift der Gegner mit der Hälfte seiner Angriffskraft sich selbst an. Es gibt eine andere Karte, die heißt Frenzy. Auch sowas wie Wahnsinn, Verrücktheit. Ja. Also eigentlich. Ja, da brauchst du auf jeden Fall zwei deutsche Begriffe, die was Ähnliches beschreiben. Aber Frenzy macht, lässt sich den Gegner zweimal mit seiner vollen Angriff selber angreifen. Also das ist quasi viermal, die Karte ist quasi viermal so stark wie diese hier. Die Frenzy-Karte. Also Madness ist wirklich die schlechteste Karte, die man hier wählen kann. Ich würde sagen, wählt einfach niemals Madness. So, heilen soll man auch nicht nehmen. Heilen gibt es ja günstiger. Nein, würde ich pauschal nicht so sagen. Das hat FOI-Tipps gesagt in seinem Video, sehe ich aber nicht so. Tatsächlich ist es jetzt, also wenn die jetzt hier zu der Madness noch zwei Heilungskarten wären, also einmal Heilung und einmal das, wo man heilt und Leben, heilt und Schaden macht, dann müsst ihr ja eine Heilungskarte wählen, weil Madness ist die schlechteste. Und dann würde ich halt sagen, okay, Heal ist halt kostenfrei 6 HP heilen. Das gibt es günstiger als kostenfrei? Nein. Und selbst wenn man sie jetzt als zweite Karte nimmt, weil Sieve ist die beste Karte, Sieve sollte man immer nehmen, wenn ihr durchspielt, wenn ihr das Dungeon nicht durchspielt, sondern nur durchklickt, weil ihr keine Zähne ausgeben wollt, dann wählt ihr nicht Sieve, weil lohnt sich nicht. Dann wählt ihr am besten eine andere Karte und ihr kriegt sie wahrscheinlich eh nicht mehr. Weil ihr ja auch keine Zähne ausgibt, ne? Und auch keinen Redraw macht. Okay. Also, ich komme nochmal auf das Heal zu sprechen. Ich gehe erstmal auf Sieve ein. Sieve ist die beste Karte, die ihr immer nehmen solltet, wenn ihr das Dungeon durchspielt. Und ihr solltet euch die Thief-Karte immer bis zum Endboss aufheben. Denn der Endboss gibt einen bronzenen Schlüssel, zwei silberne und drei goldene, glaube ich. Ich muss mal eben nochmal meine. Meine Liste öffnen. Genau. Das gibt der Endboss und ihr könnt ihn halt hier bestehlen und seine komplette Kiste nochmal bekommen. Deswegen immer Thief mitnehmen, wenn ihr das Dungeon durchspielt. Dieb immer nehmen. Mit Heilen 6 HP bekommen, Verrückten aus dem Weg gehen. Notiz Ende. Ja, diesen Verrückten. Merkt euch dieses Symbol, also diesen, der mit halber Kraft angreift. Frenzy, der andere Verrückte, der mit doppelter Kraft quasi angreift, den immer, eigentlich nicht immer nehmen, aber den nehmen, wenn ihr den zur Auswahl habt und nichts Besseres habt. Also Frenzy ist eine sehr gute Karte. Würde ich eher sagen, dass das die zweitbeste ist. Und die Heilung sind so mittelgut. Genau, also. Heilen. 50 Zähne für 6 Lebenspunkte ist jetzt, glaube ich, noch zu teuer. Moment mal. 5 Lebenspunkte kosten euch. Ja, ist jetzt noch zu teuer, denn ihr bekommt ja am Ende 10 Lebenspunkte für 85 Zähne. Das heißt, ihr könntet. Das würde euch ein bisschen Lebenspunkte sparen. Also ein bisschen Zähne sparen, wenn ihr euch 10 für 85 kauft. Das heißt, an der Stelle die Heal-Karte zu kaufen, ist noch zu teuer. Aber die Heal-Karte wird halt immer günstiger. Wenn sie beim nächsten Mal kommt, dann kriegt man eben 8 Lebenspunkte für 50 Zähne oder für Lau. Und später, ganz am Ende, bekommt ihr 10 Lebenspunkte. Kostenfrei oder für 50 Zähne. Und da lohnt sich die Heilungskarte eben. Deswegen würde ich halt nicht pauschal sagen, heilen lohnt sich nicht. Heilen lohnt sich jetzt noch nicht, aber später schon. So. Also,
schließen wir. Und wir heilen jetzt die vollen 10 Lebenspunkte eben für 85 Zähne, weil das günstiger ist, als die Karte zu kaufen. Jetzt sind wir wieder voll. Den Nachteil hier oben ist, dass ihr nicht immer heilen könnt, nicht immer die 85 kaufen könnt. Wenn euch jetzt zum Beispiel nur 9 Lebenspunkte fehlen, dann ist plus 10, die plus 10 Heilung ausgegraut. Wenn ihr die plus 10 Heilungskarte habt, dann könnt ihr die trotzdem einsetzen. Die heilt euch dann zwar nur um 9, aber ihr könnt euch heilen. Hiermit könnt ihr euch dann nicht heilen. Ihr müsstet dann eine teurere, kleinere Heilung kaufen. So. Okay, also weiter geht's. Nachzehrer gegen Nachzehrer wäre jetzt nicht ideal. Gut wäre ein Werwolf gegen den Nachzehrer, aber wir haben gerade schon 2 Werwölfe ausgegeben. Wir schauen mal, ob wir noch welche auf der Hand haben. Hier haben wir noch ein Wolfsjunges auf der Hand. Das würde dem Nachzehrer 2 bis 4 Schaden machen. Würde halt auch nicht reichen. Wir müssen ihn auf jeden Fall schon ein bisschen ankämpfen. Von daher ist es vielleicht gar nicht verkehrt, diesen Nachzehrer mal einzusetzen. Wobei der auch recht stark ist. Vielleicht machen wir doch lieber Redraw, weil Redraw günstig ist. Thief fällt auf jeden Fall raus. Hier wäre ein schwächerer Nachzehrer, den wir einsetzen könnten. Oder eine Fledermaus, die wir genauso einsetzen könnten. Beide haben machen 2 bis 3 Schaden und gegen Zombies Zusatzschaden. Die Fledermaus aber weniger Zusatzschaden, deswegen wähle ich jetzt die Fledermaus, weil sie gegen den Vampir genauso viel Schaden macht wie die andere Karte. Und setze die jetzt erstmal ein. Wir bekommen 2 bis 4 Schaden. 2 sind es jetzt. Und der Nachzehrer hat noch 3. So, jetzt kriegen wir hier wieder diesen Nachzehrer, den wir ja eigentlich gerade schon rausgenommen haben, weil wir den nicht wählen wollten. Machen wir nochmal. Thief ist wieder da. Wir könnten den Nachzehrer wählen, dann wäre aber nicht sicher tot, weil es könnte halt sein, dass wir nur 2 Schaden machen. Aber zu 2 Dritteln wäre er tot. Oder wir nehmen den Alghul und der ist wieder viel zu übertrieben. Ich würde jetzt nochmal Redraw machen. Ich nutze auch die 10. Und jetzt steht uns die kalte Hand zur Verfügung. Die sollten wir nicht nehmen, weil dann kriegen wir halt plus 3 Zusatzschaden, weil das ein Zombie ist. Das heißt, der gegnerische Nachzehrer würde jetzt eben 5 bis 7 Schaden machen. Das wäre halt richtig heftig. Der schwächere Nachzehrer oder ein Wolfsjunges. Das macht 2 bis 4 Schaden. Okay. Also es ist immer noch nicht sicher, dass wir den besiegen, aber wir setzen jetzt einfach mal das Wolfsjunge ein und hoffen, es klappt. Hoffen, es klappt. Es klappt auch. Okay. So, und jetzt gibt es als nächstes schon wieder Karten, wenn wir den Twinbee besiegt haben. So, jetzt haben wir Zombie als Gegner. Wir könnten die Hexe einsetzen, das würde den Zombie sicher schlagen. Aber unsere Vampire haben ja auch Boni gegen Zombies, deswegen würde ich die Hexe noch zurückhalten und lieber einen Vampir wählen. Der Nachzehrer würde ihn auch sicher schlagen, der macht mindestens 4 Schaden. All-Seeing wäre schwächer als die andere Hexe. Aber ich würde die Hexenkarte lieber aufheben für irgendwelche Karten, die uns eigentlich nicht passen. Wo wir jetzt zum Beispiel einen Werwolf verwenden müssten, die wir jetzt gar nicht mehr auf dem Deck haben, weil ich gerade den letzten Werwolf ausgegeben habe. Genau, also nehme ich jetzt diesen Nachzehrer, der ist ein bisschen schwächer und schlägt diesen Zombie sicher. Der macht uns 2 bis 3 Schaden. Ist okay, wir haben noch genug Lebenspunkte. Und wir bekommen erneut Karten. Wir wählen wieder Thief, ohne zu gucken. Brauchen wir gar nicht nachschauen. Madness ist wie gesagt die ganz schlechte Karte. Wählen wir nicht. 8 Lebenspunkte wiederherstellen für 50 Zähne ist günstiger als das, was wir kaufen können. In der Heilungspunkteleiste. Das heißt, an dieser Stelle wählen wir die Heilung.
Genau. Das hatte FOE-Tipps nicht empfohlen, aber ich würde es hier auf jeden Fall empfehlen. Denn es lohnt sich. So, jetzt bekommen wir wieder einen Werwolf als Gegner. Das hab ich gesagt. Wir haben jetzt. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, keine passenden Gegner mehr. Nee, wir haben keine Werwölfe mehr. Wir haben noch Zombies auf der Hand. Okay. Dann machen wir Redraw. Wir brauchen idealerweise einen Zombie. Vielleicht auch eine Hexe, um den Werwolf zu schlagen. Leafkarte natürlich nicht. Den Alghul auch nicht, weil der Zusatzschaden nimmt. Wir können diese Hexe einsetzen. Die schlägt den mit einer Chance von einem Drittel. Wir werden sowieso zweimal kämpfen müssen, machen zwei bis vier, bekommen selber zwei bis vier Schaden. Also wir müssen nicht zweimal kämpfen, nicht mit Sicherheit. Er hat jetzt noch einen Restlebenspunkt. Wir sollten wieder keinen Vampir einsetzen, wegen dem Zusatzschaden. Wenn wir den nicht einsetzen, dann können wir jetzt nämlich auf jeden Fall den Angriff noch überleben und haben noch genügend Lebenspunkte. Wenn wir allerdings einen Vampir einsetzen, dann könnte der die uns also dann hätte er die Chance, uns zu töten. Damit wäre das Dungeon beendet. So, jetzt bekommen wir leider nicht die richtigen Karten. Ich mache nochmal Redraw. Ich kann mich jetzt um 10 Lebenspunkte heilen. Das wäre eine Option. Das würde jetzt hier die Lebenspunkte weitestgehend auffüllen. Auf 13. Ich könnte die Hexe einsetzen. Oder diese andere Hexe, die schwarze Katze. Ich will jetzt die schwarze Katze. Denn damit hätte ich eine schwache Karte, kann die einsetzen, die ihm jetzt noch einen Schaden macht. Bekomme die erwarteten 2 bis 4 Schaden. Kann mich danach aber damit mit der über die Leiste selber heilen. Also wähle ich die Katze. Setze sie ein. Hab noch 2 Lebenspunkte übrig. Bekomme jetzt nicht die Heilungskarte. Ja, danke fürs Shoutout an meine Frau. Genau, die spielt auch gerade Dark Cloud 2. Glaube ich gerade dabei. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt. Das ist ein sehr altes Spiel, das spielt sie aber sehr gerne. Und hat jetzt gerade vor kurzem erst wieder damit angefangen. Okay. Also, wir haben jetzt wieder einen Werwolf. Der Werwolf macht Zusatzschaden gegen Vampire. Das heißt, wir tauschen. Wir bekommen die Heilung. Die könnten wir jetzt einsetzen. Ich würde aber die Karte vielleicht noch zurückhalten. Wir schauen mal, was wir sonst bekommen haben. Ah, einen weiteren Vampir und den Dieb. Gut, an der Stelle, wenn wir jetzt keine passende Karte haben, setze ich die Heilungskarte ein und nutze diese. Dieb können wir schon nutzen, aber da würden wir eben nur. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man. Das ist jetzt wieder so eine Sache, ne? Dieses Ich weiß nicht, was passiert, das spricht dann wieder dafür, dass man es ausprobieren muss, ne? Genau. Was passiert eigentlich, wenn man Dieb einsetzt, wenn man Karten bekommen würde? Das ist jetzt ziemliche Verschwendung, wenn nichts passiert. Wenn wir jetzt uns aber zweimal Karten wählen dürfen, für die, also zwei Gratiskarten und so weiter, dann ist es, glaube ich, ganz gut. Weil dann bekommen wir für eine Karte zwei Gratiskarten. Und bekommen auch vielleicht wieder den Dieb. Das heißt, wir nutzen die Karte jetzt mal. Es kann allerdings auch sein, dass wir nur den Schlüssel bekommen, verdoppelt. Das wäre richtig doof. Na? Finden wir es raus? Finden wir es raus? Wir bekommen nur den Schlüssel. Also es war richtig doof.
Wir bekommen nur den Schlüssel. Ist auch irgendwie logisch. Nee, ist nicht logisch. Wenn wir die Diebeskarte sonst einsetzen, bekommen wir die Schlüssel und den Preis. Dieses Mal haben wir nur den Schlüssel bekommen. Okay. Gut, dann wissen wir das jetzt. Die Diebeskarte nicht einsetzen, wenn es Karten gibt, lohnt sich nicht. Also wirklich bleibt dabei, nur beim Endboss die Diebeskarte einsetzen. Okay, wir haben wieder ein Vampir bekommen. Wir machen Redraw. Nein, wir setzen die Diebeskarte nicht ein und auch kein Vampir. Hexe ist okay. Wir wählen die Hexe und haben eine 50% Chance, dass wir den Wolf schlagen. Drückt die Daumen. Es hat gereicht. Okay, dann gibt es jetzt Karten. So. Madness ist wie gesagt die schlechte. Ich würde sagen, Soul Seaver ist auch nicht so gut. Und Vile Renewal ist an der Stelle schon wieder gut. Vile Renewal gibt am Anfang nur 2 Lebenspunkte für einen selbst und macht nur 3 Schaden. Jetzt gibt es einem 6 Lebenspunkte und macht 7 Schaden. An der Stelle würde ich sagen, ist es eine gute Karte. Oder ab hier ist es eine gute Karte. Ich würde sogar sagen, die ist sogar besser als Soul Seaver, denn Soul Seaver macht halt in vielen Fällen weniger als 7 Schaden. Und man bekommt eben keine Lebenspunkte dafür zurück. Deswegen würde ich jetzt Vile Renewal als erstes nehmen. Und Soul Seaver. Nehme ich Soul Seaver oder lasse ich es ganz sein? Eigentlich ist es immer mal ganz gut, Soul Seaver noch zu haben. Insbesondere, weil wir noch gar kein Frenzy bekommen haben. Kartenspiel erinnert dich ein wenig an Arkham Horror. Aber wenn es ein Kartenspiel ist, dann hat das bestimmt mehr. Ach so, na gut, es hat ja auch mehr Karten. Könnte sein. Ja, könnte natürlich sein, dass es da irgendwie abgeguckt ist an irgendeinem anderen Spielprinzip. Okay, wieder die Diebeskarte. Die haben wir schon echt oft auf der Hand gehabt. Wir könnten jetzt Soul Seaver nehmen. Soul Seaver würde dem Alghul 4 Lebenspunkte nehmen. Das geht von seinen Gesamtlebenspunkten aus oder ab. Könnten selber einen Alghul einsetzen. Beides ist nicht vorteilhaft. Also setze ich jetzt die Soul Seaver Karte ein, die ich gerade gekauft habe. Dann habe ich ihn schon mal halb erledigt und bekomme selber keinen Schaden. Ich könnte den Alghul jetzt einsetzen, der setzt ihn aber nicht mit Sicherheit außer Gefecht. Deswegen wollen wir nochmal Redraw machen. Die Fledermaus auch nicht. Den Nachzehrer, der tötet ihn auch nicht mit Sicherheit. Ich denke, wir haben jetzt eben, wie gesagt, keine Werwölfe mehr. Ja, wir haben keine Werwölfe mehr. Wir haben generell auch keine Hexen mehr. Wir haben nur noch eine kalte Hand und die kriegt Zusatzschaden durch den Alghul. Deswegen wäre es entweder gut, wir bekommen den stärksten Alghul, den haben wir dann aber nicht gegen den Endboss zur Verfügung, was ein Nachteil wäre. Oder wir schlagen ihn jetzt mit einer anderen Karte. Wir haben noch mehrere Gegner. Mache ich jetzt nochmal Redraw. Weil mit keiner Karte schlagen wir den wirklich mit Sicherheit. Außer mit diesem super starken Alghul, den wir eigentlich gerne noch aufheben wollen. Ich würde jetzt den Nachzehrer einsetzen. Der macht dem 2 bis 4 Schaden nur. Aber das ist dann eben so. Und jetzt haben wir den stärksten Alghul, den wir eben nicht einsetzen wollten. Schwächeren Alghul und die Fledermaus, die wiederum
nur eine Zweidrittelchance hat, ihn zu besiegen. Ich hoffe, das klappt. Ne, wir machen nochmal Redraw. Auch weil wir unsere Lebenspunkte jetzt nicht auffüllen können mit dem stärksten Heilungstrank. Wäre eigentlich, wenn wir bei Renewal bekommen könnten. Aber es wäre eigentlich zu starker Schaden, den wir dann an der Stelle machen. Aber ich will eigentlich nicht noch zweimal gegen den kämpfen. Wenn wir jetzt Redraw machen, dann kriegen wir diesen Nachzehrer, der würde ihn sicher schlagen. Bei Renewal will ich eigentlich noch nicht verwenden. Der schwächere Alghul, der würde ihn auch sicher schlagen. Ach, stimmt ja gar nicht. Das ist ja schon der schwächste Alghul, den wir haben. Na, dann nehmen wir den jetzt. Der schlägt ihn auf jeden Fall sicher. Aber wir müssen vorher noch Lebenspunkte auffüllen, weil wir sonst vielleicht sterben. Aber ich fülle mal nur zwei auf. Weil ich danach wahrscheinlich voll auffüllen kann. Das ist jetzt teuer, das zu machen. Okay, dann mache ich jetzt den Kampf. Er ist tot. Und er macht uns so viel Schaden, dass wir jetzt voll auffüllen können. Also wir können die Lebenspunkte nochmal voll auffüllen. Und wir bekommen bei den letzten drei Karten nur noch Zombies als Gegner. So, dann gehen wir nochmal gestärkt ins Rennen, würde ich sagen. Und wir nutzen nicht die kalte Hand, sondern eine Vampirkarte idealerweise. Die macht 2 bis 4 Schaden. Die macht wiederum viel zu viel. Naja, viel zu viel auch nicht. 7 bis 9. Das ist der stärkste Alghul, den wir haben. Weil Renewal wäre jetzt, würde ihn töten und füllt meine Lebenspunkte auf. Wäre quasi ein einfacher Sieg. Wir kriegen danach nochmal Karten. Nur noch Zombies als Gegner. Das war immer so, dass die letzten drei Karten, die stärksten Karten, bisher immer die dem entsprachen, was bei dem Tipp stand. Also wo da steht, nimm das Vampir-Deck gegen Zombies als Gegner. Stand ja da. Als wir das Deck ausgewählt haben, stand das oben drüber. Vampire gegen Zombies wählen. Und bisher habe ich einfach beobachtet, dass dann die letzten drei Karten immer von dem Typ waren, wo ich denn dann die besten Karten dagegen habe, wenn ich dem Tipp folge. Okay. Gut. Weil Renewal wäre jetzt ein einfacher Sieg. Es ist halt ein bisschen schade, weil ich nur 2 Lebenspunkte geheilt bekomme. Aber ich bekomme halt gar keinen Schaden. Mit der Karte würde ich Schaden bekommen, aber er wäre auch sicher tot. Eigentlich auch okay. Okay, ich will einfach den Alghul. Es ist zwar der beste Alghul, aber wir bekommen ja jetzt nur noch Zombies als Gegner, wie ich gerade gesagt habe. 2 Schaden nur gemacht. Ist ja eigentlich gut. So, jetzt bekommen wir nochmal Karten. Das letzte Mal. Madness nehmen wir nicht. Wir können nochmal Vile Renewal bekommen. Um Schaden zu machen und Lebenspunkte zu generieren. Und wir können die Lebenspunkte halbieren. Lebenspunkte halbieren ist natürlich gegen den Endboss sehr gut.
Wenn man aber daran denkt, dass der nur 11 Lebenspunkte hat, also aus den letzten Spielen, habe ich gesehen, der Endboss hat 11 Lebenspunkte. Dann wäre die Reduktion 5,5 aufgerundet 6. Und mit Vile Renewal würden wir jetzt 7 Schaden machen. Das heißt, Vile Renewal ist sogar besser gegen den Endboss. Also wählen wir jetzt Vile Renewal. Und einfach gar keine weitere Karte mehr. Okay, wir haben Vile Renewal auf der Hand. Ist jetzt leider nicht ideal gegen den. Denke ich. Denn ist es so. Also diese Karte hier, dieser Al'Ghul, könnte dem 7 bis 8 Schaden machen. Dann wäre er vielleicht tot. Und unsere Lebenspunkte sind halt zu voll. Guten Abend, Speedy. Ich bin wieder dabei. Schön, dass du auch wieder da bist. Also, die Lebenspunkte würde ich halt wieder verschenken an der Stelle. Die wäre eigentlich gut für den zweiten Angriff. Die Vile Renewal-Karte. Also, wenn ich einmal ihn angeschlagen habe, selber ein bisschen Schaden genommen habe, dass ich ihn danach sicher töte und mich wieder heile. Für den ersten ist es ein bisschen ungünstig jetzt. Okay, wir machen einmal Redraw. Haben wir zwei Renewal im Deck? Bei Renewal. Anscheinend. Anscheinend haben wir noch zwei Vile Renewal im Deck. Okay. Ich muss nochmal durchgehen. Ach so. Ranking bezogen auf NH? Ja, okay. Ist jetzt nicht super, würde ich sagen. Zu meinen Zeiten waren wir halt eher so ein bisschen höher platziert. Aber ist okay. Ist halt weiterhin Top 10. Und ja, Toph ist nicht mehr auf Platz 1 auf die Negu. Das ist außerordentlich. Nahezu außerordentlich. Okay, also, wir haben einmal Deep haben wir auch noch im Deck. Naja, wir haben eigentlich. Ja. Okay, also die kalte Hand wäre nicht so ideal gegen den anderen Zombie. Der Nachzehrer wäre eigentlich ganz gut für den ersten Wurf. Also mit dem greifen wir einmal an. Und bekommen 3 Schaden. Jetzt hätte ich noch die Fledermaus zur Verfügung und die würde ihn sicher töten. Denn sie macht mindestens 2 Schaden. Und er kann mich nicht besiegen, selbst wenn er 6 Schaden macht. Also setze ich die direkt ein. Aber danke dir für den Einblick. So. Es ist wieder so. Also, Engel, es waren alles 3 Zombies. Also, das hat sich wieder bestätigt. Und es ist auch wieder so, dass der Endgegner 11 Lebenspunkte hat. Wenn da nicht noch was dran gedreht wird. Vor dem Release auf den Live-Servern. Dann kann man sich da, glaube ich, drauf verlassen. Aber ich denke, daran wird sich nichts ändern. Eher noch an der. Am Balancing, was die Zähne und was die Schlüssel angeht. Da könnte ich mir eher noch was vorstellen, dass sich da was verändert. Oder dass vielleicht irgendwelche Gebäude dann wieder genervt oder gepimpt werden. Ja. Und ich würde eigentlich Vile Renewal hier schon mal einsetzen. Um ihm jetzt schon mal 7 Lebenspunkte abzuziehen. Jetzt könnte ich das nochmal einsetzen, dann wäre er allerdings tot. Und ich möchte auf jeden Fall die Diebeskarte einsetzen. Das heißt, ich muss hier Redraw machen. Habe jetzt schon die Diebeskarte auf der Hand. Jetzt leider nicht mehr 2 Diebeskarten, weil ich ja eine verschwendet habe. Nutze die jetzt und bekomme dafür die ganzen Schlüssel
und den Inhalt der Truhe. Also mit den Prozentchancen. Also an der Stelle lohnt sich die Diebeskarte. Deswegen Diebeskarten immer kaufen und immer beim Endboss einsetzen. So, und mit der Vile Renewal Karte könnte ich ihn jetzt töten und hätte das Ganze gewonnen. Ich kann auch mal nochmal ins Deck gucken. Ich habe hier noch zwei Karten übrig, die würde ich jetzt bekommen, beide vorgeschlagen, wenn ich jetzt nochmal kämpfen wollen würde. Der Algu würde den Endboss sicher töten, die kalte Hand nicht, aber dann setzt man eben den Algu ein, weil man hat ja beide vorgeschlagen und man denke, man sollte das jetzt sogar machen. Weil die übrig gebliebenen Karten bekommt man ja ausgezahlt und wir haben ja festgestellt, dass jede Aktionskarte einen goldenen Schlüssel noch zusätzlich gibt und jede, wie nennt man das, Wesenskarte, also Hexe, Zombie, Vampir und Werwolf. Oder Monsterkarte vielleicht, gibt nur einen silbernen Schlüssel. Und da wir ja mit dem Algul den auch sicher besiegen, den Endboss, würde ich sagen, nehme ich lieber als Zusatzbelohnung einen goldenen und einen silbernen Schlüssel als zwei silberne Schlüssel und setze dafür nochmal 5 Zähne ein. Ich denke, der Preis ist okay. Habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber vom Gefühl her würde ich sagen, 5 Zähne dafür einzusetzen, sollte okay sein. Also, jetzt kriege ich eben, wie gesagt, nur 2 Punkte oder 2 Karten vorgeschlagen, weil die eine Karte ist halt raus. Und ich kann sie nicht mehr vorgeschlagen bekommen. Und es ist jetzt auch richtig, dass ich nicht mehr Redraw machen kann, weil dann würde ich die Karten rausnehmen und würde dann die letzten Karten, die ich noch im Deck hätte, aber ich habe eben keine mehr, vorgeschlagen bekommen. Okay, also ich wähle jetzt an der Stelle den Algul. Setze den ein, beende das Dungeon, überlebe sogar das Dungeon, was nicht notwendig ist. Bekomme zusätzlich zu den zwei silbernen noch einen für die Wesenskarte, für die Monsterkarte und zusätzlich zu den goldenen Schlüsseln noch einer für die Aktionskarte. Das war's. Dungeon ist beendet. Jetzt muss man wieder den Tipp beachten. Werwölfe soll man einsetzen gegen Vampire. Also. Ja, sehr gerne, Murmeltier. Also nehmen wir die Werwölfe. Und starten das nächste Dungeon. Okay. Der ist zu overpowered an der Stelle. Wir machen einmal Redraw und wünschen uns eine einfache Karte. Das wäre eine einfache, schwache Karte, ist allerdings mit dem Malus versehen. Die Fledermaus würde also 2 bis 4 Schaden machen. Wenn wir die Fledermaus einsetzen, können wir die andere Fledermaus auch schlagen. Ist auch eine schwache Karte. Die hat wieder das Problem, dass sie den Malus hat. Also nehmen wir die Fledermaus, setzen die ein. So, jetzt hätten wir die Hexe zur Verfügung. Die Hexe ist viel zu stark. Wir machen Redraw. Der Alpha-Wolf ist auch viel zu stark. Dieser ist ein bisschen schwächer, aber immer noch zu stark. Die kalte Hand kriegt Zusatzschaden. Leider auch nicht gut. Wir machen nochmal Redraw. Wir bekommen den dritten Alpha-Wolf, der auch zu stark ist, aus dem Deck. Wir können die Katze nehmen. Die schlägt die Fledermaus mit Sicherheit. Oder den Lone Wolf. Die schlägt den auch mit Sicherheit. Aber eigentlich ist der Lone Wolf zu stark. Also nehmen wir die Katze. Schlagen die Fledermaus. Nächster Gegner. Hat nur einen Lebenspunkt. Das ist auch schon
immer so. Der erste Gegner hat immer einen Lebenspunkt, der zweite hat zwei Lebenspunkte, der dritte hat wieder einen Lebenspunkt. Das wiederholt sich auch, dieses Muster. Okay, aber Alpha Wolf ist zu stark, wir machen Redraw. Die Fledermaus wäre in Ordnung. Und die anderen Alpha-Würfe sind natürlich weiterhin so stark. Okay, wir nehmen die Fledermaus, die hat keinen Malus. Setzen sie ein. Macht einen Schaden. Und der Gegner ist tot. Und wir bekommen unsere ersten Karten. An der Stelle ist die Heilung noch nicht gut. Bisher nur 6 Lebenspunkte. Ich sprach mehrere Male von Frenzy, dass das eine gute Karte sei. Bis im letzten Spiel haben wir sie nicht bekommen. Wie gesagt, bei Frenzy muss man einen Lebenspunkt opfern. Also ich habe die Karte noch nicht erläutert, noch nicht im Detail. Aber bei der Gegner greift sich selbst an mit oder greift sich selbst zweimal mit seinem Schadenswert an. Also Frenzy ist eine ziemlich gute Karte. Wir wählen auf jeden Fall Frenzy. An der Stelle würde ich jetzt noch keine Heilung wählen, denn diese Heilung ist noch zu schwach. Und diese ist halt auch eine Heilungskarte. Und auch hier sind die Werte noch sehr schwach. Das war Renewal am Anfang. Deswegen würde ich hier an der Stelle nur Frenzy nehmen. Und für einen goldenen Schlüssel 50 Szene auszugeben, ist meiner Meinung nach zu teuer. Ich habe vorhin für einen goldenen Schlüssel oder einen silbernen Schlüssel gegen den goldenen getauscht für 5 Zähne. Das ist, glaube ich, okay vom Preis. 50 für einen goldenen Schlüssel ist, glaube ich, zu viel. Also warum? Nehmen wir an, ich kaufe eine Zusatzkarte, die ich dann nicht einsetze. Also ich hätte jetzt zum Beispiel diese Lebenspunktekarte gekauft. Und ich setze sie nicht ein, das ganze Spiel durch, und behalte sie am Ende übrig, dann gibt es eben noch einen goldenen Schlüssel extra. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Rechnung, warum ich das nicht kaufe. Das hat FOE-Tipps auch so gesagt, man soll immer zwei Karten kaufen. Ich würde es auch abhängig davon machen. Also, ich würde nicht immer zwei kaufen. Ich würde zwei kaufen, wenn es zwei gute gibt, und sonst nur eine nehmen. Und drei eigentlich nicht. Eigentlich nie. Okay, jetzt hätten wir einsamen Wolf gegen einsamen Wolf. Wäre okay, wir brauchen wahrscheinlich eh zwei Karten, um den zu schlagen. Also nehmen wir den. Und im nächsten Zug würden wir immer noch überleben. Der würde uns jetzt 2 bis 4 Schaden machen. Wir haben noch 6. Wir machen aber Redraw, weil der Alpha-Wolf ist eigentlich zu stark. So, wir könnten jetzt Frenzy einsetzen. Dann würde sich der Werwolf mit 4 bis 8 Schaden angreifen. Denn er greift sich ja zweimal mit seinen Schadenswerten an. Und er greift eben mit 2, mit 3 oder mit 4 Schaden sich selbst an. Mal 2, also 4 bis 8. Würde ihn auf jeden Fall töten, aber wäre viel zu stark, die Karte. Also gucken wir mal, was wir noch zur Verfügung haben. Wir könnten diesen einsamen Wolf nehmen. Der wäre eigentlich auch zu stark. Aber besser als einen Alpha-Wolf zu nutzen. Ich tendiere dazu, nochmal Redraw zu machen und noch eine andere Karte zu bekommen. Hier sind auch noch viele Wolfsjunge, die sind auch gut. Die kalte Hand ist an der Stelle jetzt eigentlich auch zu stark. Die Hexe. Hexen, also die Katze könnte man nutzen, hätte eine Zweidrittelchance, dass sie den schlägt. Wolfsjunge. Diese kalte Hand wäre okay, die würde halt nur 2 bis 4 Schaden machen. Also es sind viele Karten noch vorhanden, die gut wären und besser geeignet als der einsame Wolf. Deswegen mache ich nochmal Redraw. Die Hexe ist zu stark, der Alpha-Wolf ist zu stark. Die kalte Hand ist eigentlich zu stark, hatte ich gesagt. Machen jetzt aber nicht nochmal Redraw. Also, ich bekomme jetzt nur noch die Karten oder die ich noch nicht weggelegt habe, würde ich jetzt bekommen. Das heißt, ich würde jetzt definitiv
eine von denen bekommen, die ich eigentlich haben will. Aber diese kalte Hand schlägt ihn auf jeden Fall auch und ich will nicht nochmal 20 Zähne ausgeben. So. Jetzt ist sind meine Lebenspunkte wieder so weit unten, dass ich die höchste Heilung kaufen kann. Also mache ich das. Werwolf gegen diesen Nachzehrer. Der schlägt den sicher mit 4 bis 5 Schaden. Ist eigentlich okay. Also setzen wir diesen einsamen Wolf ein. Wir bekommen wieder Karten. Jetzt haben wir Thief. Wir nehmen auf jeden Fall Thief. Und überlegen uns jetzt, was wir wollen. Wollen wir 8 Heilung oder wollen wir 5 Schaden und 4 Heilung machen? Das Doofe bei Vile Renewal ist, die Schadenswerte gibt es eigentlich immer dann, wenn die Gegner zu stark sind. Also ab jetzt haben die Gegner wahrscheinlich mehr als 5 Lebenspunkte. Deswegen können wir den Vile Renewal nicht mehr einsetzen, um einen Gegner schnell zu töten. Man bekommt aber 4 Lebenspunkte zurück. Und macht noch Schaden. So, 8 Lebenspunkte für 50 Zähne ist auch günstiger als 10 Lebenspunkte für 85 Zähne. Nur wenig günstiger. Aber günstiger. Ja. An der Stelle bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. So, da ist ja, vielleicht machen wir mal kurz diese Karteneinschätzung. Welche Karten sind die besten Karten? Die allerbeste, nochmal, ist Thief. Die zweitbeste, würde ich sagen, ist Frenzy. Die drittbesten sind eigentlich die Heilungskarten, wenn man sie später bekommt. Nicht, wenn man sie am Anfang bekommt, dann gehören sie noch zu den schlechtesten. Wenn man sie später bekommt, dann sind das die drittbesten. Die viertbeste ist die dritt- und die viertbeste. Die fünftbeste ist Soulseaver und die schlechteste ist Madness. So würde ich das bewerten. Also nehmen wir jetzt die Heilung oder Heilung plus Schaden. Ene, mene, Mister. Verdammt. Heilung plus Schaden. Na komm, Onata hat entschieden. Okay, jetzt sehen wir das. Der Twinbee hat jetzt 6 Lebenspunkte. Wir haben jetzt die Karte nicht auf der Hand, okay. Wir müssen aber eh tauschen, weil Twinbee macht halt Zusatzschaden gegen unseren Werwolf. Also mit dieser Heilung plus Schadenkarte könnten wir ihn jetzt nicht mehr mit einem Mal töten. Und die Karte gibt es mit diesem Punktwert eben erst dann, wenn die Gegner eigentlich zu stark werden. Okay, aber wir müssen jetzt Redraw machen. Frenzy wäre zur Auswahl. Frenzy macht dem Twin Bee entweder 4 Schaden oder 6 Schaden oder 8 Schaden. Das heißt, mit einer Chance von 2 Drittel ist er tot, wenn wir Frenzy wählen. Nur mit Heilung kann man ihn auch nicht töten. Da hast du natürlich recht. Aber man kann sich halt besser heilen. Ich meine nur, das ist das Dilemma mit dieser Karte, ne? Also die Karte ist keine Karte, womit man den Gegner sicher töten kann. Aber auch mit Frenzy, wie wir sehen, können wir jetzt den Gegner nicht sicher töten, aber ihm sehr viel Schaden zufügen. Also mindestens 4 oder 6 oder 8. Okay, dann hätten wir ein Wolfsjunges zur Auswahl, das wäre wieder schlecht. Und die Hexe, die 4 bis 6 Schaden macht. Genau, also die macht 4, 5 oder 6. Das heißt, die hat eine Chance von einem Drittel, dass sie Twinbee tötet.
Und ich bekomme den Schaden. Wenn ich Frenzy einsetze, habe ich eine Chance von 2/3, dass Twinbee sich selbst tötet. Und ich muss einen Lebenspunkt opfern. Also nutze ich jetzt Frenzy, würde ich sagen. Ich nutze es auch. Nicht nur wählen. Es hat geklappt. Er hat sich selbst getötet. So, noch ein Zombie. Das heißt, wir haben mit unserem Werwolf wieder schlechte Karten. Oder eine schlechte Karte. Thief ist jetzt noch nicht das Richtige. Die Hexe wäre okay, hatte ich ja gerade schon angedeutet. Wir würden aber auf jeden Fall zweimal kämpfen. Nee, nicht auf jeden Fall, vielleicht nicht zweimal kämpfen müssen, aber. Genau. Also wir hätten eine Chance, dass wir ihn gleich schlagen. Und sonst müssen wir sowieso noch zweimal kämpfen. Weil ich glaube, keine Karte, die wir sonst haben, schlägt ihm mit einem Mal. Bräuchten einen. Was bräuchten wir denn? Bräuchten einen Vampir? Haben wir noch einen Vampir? Einen starken Vampir, aber ich glaube nicht, dass wir einen starken Vampir noch haben. Nein, wir haben gar keinen Vampir mehr. Also nehmen wir die Hexe. Wir haben Glück gehabt. Eine Chance von 1/3, dass sie ihn schlägt. Sie hat ihn geschlagen. Jetzt gibt es wieder Karten. Madness ist raus. Frenzy ist sehr gut. Wie gesagt, zweitbeste Karte. Soulseaver würde ich als drittbeste also von diesen dreien. Ah. Würde ich auch als okay einschätzen. Sagen wir es mal so. Man könnte sich Soulseaver jetzt aber auch sparen. Aber man braucht ein paar extra Karten. Und Soulseaver ist halt eine Lebenspunktreduktion, ohne dass man Schaden nimmt. Also kaufe ich sie für 50 und schließe. Okay. Soulseaver würde dem jetzt die Hälfte seiner Lebenspunkte klauen. Da wir selbst vor allem Werwölfe im Deck haben, würde ich jetzt sagen, wir fangen jetzt schon mal damit an, ihm die Hälfte der Lebenspunkte zu nehmen. Denn die Zombies, die wir im Deck haben, die gut gegen Werwölfe sind, die sind halt schlechte Karten. Das ist halt auch ein Muster, dass man merkt, man bekommt halt von den guten Karten nur die, wovon man das Deck genommen hat. Und von den anderen bekommt man dann jeweils schlechtere. Die Hexen sind allerdings. Also da gibt es irgendwie von jeder Stärke eine. Okay, also wir reduzieren schon mal seine Lebenspunkte mit Soulseaver. So, wir könnten ihn jetzt mit Frenzy töten. Aber eigentlich wollen wir uns Frenzy noch aufheben. Für stärkere Gegner. Weil das wäre jetzt zu übertrieben, das einzusetzen. Also mache ich Redraw. Ich kann ihm 5 Schaden machen und selber 4 Lebenspunkte heilen. Das ist ja quasi jetzt hier die perfekte Gelegenheit, Vile Renewal einzusetzen. Er hat zwar noch ein bisschen weniger als 5 Lebenspunkte, aber gut. Ja, eine, der jetzt da drüber ist, ist schon okay. Wenn ich den Alpha-Wolf einsetze, dann ist er nicht sicher tot, nur zu 2/3. Und ich bekomme halt nochmal Schaden. Und bei Vile Renewal heile ich mich. Im Gegensatz. So. Wann kommt das Halloween-Event eigentlich live? Wenn es nach Beta kommt, dann wird es ja nach Halloween live kommen. Nein. Ja, oder? Es kommt eigentlich zu spät. Es war eigentlich immer ein bisschen Zeit noch. Ne
2 Tage, 9 Stunden. Ach so, ist es schon angekündigt? Nee, 2 Tage, 9 Stunden. Das kommt doch nicht in 2 Tagen und 9 Stunden, das Halloween-Event, oder? Dann kommt's ja quasi sofort, nachdem es aus der Beta ist. Ehrlich, Speedy? Krass. Okay. Gut, dann läuft es zu Halloween. Dann läuft es zu Halloween, Arak. Okay. So, jetzt haben wir wieder aufgefüllte Lebenspunkte. Wir bekommen jetzt nur noch Vampire als Gegner und haben sehr viele Werwölfe im Deck. Wir könnten das Wolfsjunge einsetzen, das macht 2 bis 4 Schaden am Alghul. Brauchen aber 2 Angriffe. Ich glaube, wir haben einige Karten im Deck, die den auch mit einem Angriff töten könnten. Zum Beispiel der Alpha-Wolf oder der Alpha-Wolf. Dieser Lone-Wolf hat auch eine Chance dazu. Aber wir haben auch einige Karten, die ihn eben noch nicht. Dieser Alpha-Wolf würde ihn auch sofort töten. Wir haben noch 3 Gegner. Ich mache Redraw und hoffe, wir bekommen einen Alpha-Wolf. Bekommen einen Alpha-Wolf. Wir könnten auch Frenzy einsetzen. Frenzy würde bei ihm 6 bis 8 Schaden machen und ihn auch sicher töten. Guten Abend, Uwe. Hallo. Schön, dass du auch wieder da bist, Uwe. Mal schauen, ob dann auch auf Rock das Halloween-Event kommt. In 2 Tagen und x Stunden. Habe ich schon wieder vergessen. Ja, mal schauen, wann das kommt. Okay, also. Wir wollten ja den Alpha-Wolf nutzen. Wir können uns die Frenzy-Karte noch aufheben für stärkere Gegner. Also nutze ich den Alpha-Wolf. Der ist ja eigentlich auch zu overpowered, wenn man es so nimmt. Aber okay. Ist okay. Wir kriegen ja jetzt eh nur noch Vampire. Als nächstes bekommen wir erstmal Karten. Wir nehmen den Dieb. Und wir könnten eine weitere Frenzy-Karte kaufen. Es ist die Frage, lohnt sich das überhaupt noch, die Frenzy-Karte zu kaufen? Oder ist es nicht genau das, dass ich mir jetzt mit der Frenzy-Karte nur noch goldene Schlüssel kaufe? Oder mit der Karte nur noch goldene Schlüssel für 50 Zähne kaufe? Ich habe im Deck noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Karten. 11 sogar. Und nur noch 2 Gegner. 11 Karten und 2 Gegner. Wir haben echt viele Gegner mit nur mit einer Karte geschlagen. Deswegen haben wir noch so viele Karten auf dem Deck. Ich würde sagen, ich kaufe Frenzy jetzt nicht, weil wir können sie eh nicht mehr einsetzen. Und ich denke, wie gesagt, für einen goldenen Schlüssel, den ich am Ende übrig habe, sind 50 Zähne zu teuer. Also Exit. Die kalte Hand ist jetzt kein guter Gegner, weil wir da Zusatzschaden bekommen. Ja, aber wir brauchen Thief halt nicht mehr. Wir brauchen es halt nicht mehr. Denke ich einfach. Okay. Also ich mache einmal Redraw, weil die kalte halt nicht passt. Brancy würde ihm 6, 8 oder 6, 8, 10 oder 12 Schaden machen. Würde ihn zu 3/4 töten. Der Alpha-Wolf würde ihm 6 bis 8 Schaden machen. Würde ihm nur zu einem Drittel töten.
Francie wäre also sehr gut. Der Lohnwolf. Der macht ihm 5 bis 6 Schaden. Wir sind an der Stelle nicht sicher, dass wir gewinnen. Wir brauchen eigentlich noch einen Lebenspunkt mehr. Wenn wir nicht Francie einsetzen. Francie würde ihn halt vielleicht töten. Wie gesagt, recht sicher. Zu drei Viertel würde sie ihn töten. Aber dann hätten wir Francie dann nicht mehr gegen den Endboss zur Verfügung. Und es wäre eigentlich schön, Francie beim Endboss zu haben. Das macht es dann deutlich einfacher. Also ich würde jetzt versuchen mit diesem Lone Wolf. Macht das Sinn? Ja, es macht schon Sinn. Es macht schon Sinn. Okay, also ich würde es mit diesem Lone Wolf versuchen. Ich hole noch mal einen Lebenspunkt. Und wir haben eine Chance von einem Drittel, dass er tot ist. Wir müssen allerdings wahrscheinlich zweimal kämpfen. Dann brauchen wir noch mal Lebenspunkte. Achso. Wir haben Glück gehabt. Also diese Runde haben wir wirklich sehr großes Glück. Wir haben sehr viele Gegner einfach gewone-hittet. So, Endboss. Wir wollen die Diebeskarten einsetzen. Wir haben Glück, wir haben als erstes die Diebeskarte auf der Hand. Ich habe zum Glück nicht wieder Redraw gedrückt. Das ist mir gestern Abend sehr oft passiert in der Müdigkeit. Okay, wir kriegen die ganzen Preise. Diebeskarte, super. Wir kriegen nochmal die Diebeskarte auf die Hand. Mensch, was für ein Glück. Unata, ich danke dir. Ich danke dir für deinen Sub. Ach nee, Arnie ist es ja gewesen. Ich danke dir, Arak, für das geschenkte Sub an Unata. Vielen Dank. Okay, wir kriegen nochmal die Diebeskarte. Wir haben in dieser Runde wirklich wahnsinnig viel Glück. Wir müssen nicht Redraw machen. Okay, wir kriegen wieder die Preise. Jetzt müssen wir Redraw machen, weil das Wolfsjunge schlägt halt die Bucher nicht. Wir wollen Frenzy haben. Ich möchte jetzt Frenzy einsetzen. Denn ich habe keine Diebeskarten mehr auf der Hand. Ich habe nur noch Monsterkarten auf der Hand. Und ich möchte erst Frenzy einsetzen, damit sie sich sehr viel Schaden macht. Sie macht sich jetzt mit Frenzy entweder 8, 10 oder 12 Schaden. Sie kann sich mit Francie selbst töten. Wenn wir wieder Glück haben, tötet sie sich mit Francie sofort selbst. Ich hoffe ein bisschen, dass wir nicht Glück haben, weil ich will gerne noch zeigen, dass man eben auch gewinnt, wenn man stirbt. Ich kann es euch auch sagen, aber gut. Ihr habt es bei den, wenn ihr bei den letzten Streams dabei wart, habt ihr es da schon gesehen. Aber Uwe und Na, Maul. Ach. Murmeltier hat es natürlich noch nicht gesehen. Okay, also ich wähle Francie. Ich setze Francie ein. Francie macht 8 Schaden. So, Wolfsjunge ist jetzt zu schwach, weil es eben nur 2 bis 3 Schaden macht. Also müssen wir noch einmal Redraw drücken. Wir können den Alpha-Wolf nehmen. Die kalte Hand dürfen wir nicht wählen, wegen des Zusatzschadens. Oder wir können das stärkere Wolfsjunge wählen, weil auch das macht mit dem Zusatzschaden gegen Vampire 3 bis 4 Schaden. Haben wir jetzt gewählt, nehmen wir. Wir sterben. Ist aber okay, weil wir eben auch den Endboss besiegen. Wir sterben, bekommen den Preis und das Dungeon ist beendet, erfolgreich. Okay, that's it.
Gut, jetzt haben wir ein bisschen Pech. Ich mache jetzt weiter dann. Ich mache jetzt erstmal gehe ich nochmal raus, um hier einzusammeln. Also, und wir gucken mal, wie viele Zähne ich verbraucht habe. Sehen wir ja nur hier. Wollen wir das Ratespielchen nochmal machen von gestern? Wisst ihr noch, wie viele Zähne ich vor dem Duell hatte? Jetzt habe ich auf jeden Fall 11.105. Da habe ich dieses Mal sogar einige verbraucht. Mehr als ich erwartet habe, auf jeden Fall. Zähne habe ich verbraucht. Wundert mich fast. Warum habe ich so viele Zähne verbraucht? 11.700, sagst du mal, ja? Ist nah dran. Ist nah dran, Speedy. Ich habe es ja jetzt schon aufgelöst. Okay, dieses Mal habe ich 675 Zähne verbraucht. Das sind recht viele. Okay. Jetzt soll ich ein Vampir-Deck nehmen, um die Zombies zu besiegen. Das Vampir-Deck habe ich schon gewählt. Deswegen ist es jetzt gesperrt. Und ich müsste mir das mit 100 Zähne freischalten. Für beide? Ach, du warst zu Beginn nicht da. Für beide was, Onata? Oder habe ich mich verguckt beim Aufschreiben? Ich habe ja zwei Dungeons gemacht. Stimmt. Ich habe zwei Dungeons gemacht und ich habe vergessen, nach dem ersten Dungeon zu gucken. Das heißt, ich habe für beide Dungeons 675 Zähne verbraucht. Ja, Onada, du hast recht. Danke für den Hinweis. Danke dir für den Hinweis. Oh. Ich habe wieder auf Plus gedrückt. Deswegen. Ah, und Tyrawal, vielen Dank. Du gehst ins Bett. Vielen Dank für die 42 Traditionsbits. Tyrawal, du bezahlst gerade so viele Bits an mich oder du schenkst mir gerade so viele Bits. Brauchst du ja nicht. Ist ja okay, wenn du einmal die Woche oder zweimal die Woche. Gerade wenn ich so viel streame und du jedes Mal, dann musst du ja viel mehr Bits geben. Einmal, zweimal die Woche, das ist natürlich sehr motivierend, das natürlich macht natürlich Freude. Aber, ne? Passt schon, sagst du. Okay. Na gut. Dann vielen Dank dir und eine gute Nacht. Schlaf gut. Okay, dann hast du recht, Onata. Danke dir für den Hinweis. Ich habe vergessen. Nach dem ersten Duell. Wir haben ja schon zwei Duelle gemacht. Für zwei Duelle haben wir also 675 nur verbraucht. Das ist, würde ich sagen, weniger als 500. Pro Duell. Richtig? Okay. Genau, also ich. Wie gesagt. Jetzt waren es halt noch mal weniger. Jetzt waren es halt noch mal weniger. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, für welches Duell ich wie viel verbraucht habe. Wie viel Zähne verbraucht habe. Ja, aber wenn es halt jetzt noch mal weniger waren als 500 und auch weniger als 400, was halt eher meine Annahme ist, dass man so bei 400 Zähnen pro Duell rauskommt. Nicht du pro Duell, sondern pro Dungeon. Natürlich. Okay.
Wir haben noch Zeit. Ich spiele noch ein Dungeon und setze auch die 110 ein, weil ich habe ja so viel. Das ist jetzt keine Empfehlung. Normalerweise würdet ihr halt eure ganze Zeit ausnutzen, hättet halt, wenn ihr 10 zur Verfügung habt, hier 3 Dungeons zur Verfügung. Ihr spielt die Dungeons, die ihr empfohlen bekommt. Und wenn ihr jetzt einen Dungeon übrig habt, wo ihr keine Empfehlung für habt, dann gibt es jetzt hier 2 Möglichkeiten. Entweder ihr versucht es trotzdem zu lösen, das könnte aber sehr, sehr schwer werden und sehr teuer. Deswegen würde ich eher dazu raten, das dann einfach nur durchzuklicken. Also da keine Zähne einzusetzen, sondern einfach nur die Bronzeschlüssel abzuholen. Genau. Also macht lieber jeden Tag, wenn ihr genügend Zähne habt und die Zeit habt, dann irgendwie nur 2 Dungeons und klickt eins durch. Als dass ihr, wenn ihr die Empfehlung nicht dafür habt, das Dungeon wählt. Weil dann habt ihr halt am Ende nur 2 bis 3 von den passenden Karten gegen die starken Gegner von dem entgegengesetzten Typ. Und eure 2 bis 3 passende Karten sind halt dazu noch schwach. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich da sehr, sehr viel einkaufen, um diesen Kampf zu schaffen. Da würde es sich wahrscheinlich sogar mehr lohnen, 110er einzusetzen und dann das richtige Deck zu wählen. Das mache ich jetzt eh, weil ich habe einfach so viel 10er offen. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Empfehlung. Okay. Los geht's. Kalte Hand gegen kalte Hand. Ist okay, nehmen wir. Wir schreiben uns auf. Wir haben jetzt 11.005 Zehner zur Verfügung. Wenn wir das Dungeon starten. Machen wir hier oben nochmal durch 2. Die 675, dann wären es halt nur 300 und 47,5. Okay. Ja. Kalte Hand gegen kalte Hand ist okay. Nehmen wir. Tauschen nicht. So, kalte Hand gegen Fledermaus. Ist auch okay. Wieder Glück gehabt? Nehmen wir. Jetzt gibt's ein Wolfsjunges gegen den einsamen Wolf. Der hat 3 Lebenspunkte. Wir machen 2 bis 3. Wir haben also eine Chance von 50%, dass wir das Wolfsjunge schlagen. Jetzt wäre eigentlich ein Zombie gut. Wir gucken mal, was wir noch an Zombies haben. Wahrscheinlich nicht viele, denn wir haben gerade 2 kalte Hände verbraucht. Hier ist noch einer, aber die macht halt auch nur 2 bis mehr. 2 bis 4. Das ist aber unsere letzte kalte Hand. Das heißt, wir versuchen es einfach mal mit einer 50-50 Chance mit dem Wolfsjungen, ohne zu tauschen. Und wir haben nochmal Glück. Jetzt gibt es die Karte. Wir nehmen Thief, ungesehen. Und wir nehmen Francie. Wie gesagt, weil Renewal jetzt am Anfang, genauso wie die Heilung, noch nicht stark genug. So. Fledermaus gegen Nachzehrer. Der hat 5 Lebenspunkte. Wir brauchen einen Werwolf. Wir haben ein Vampirdeck. Wir haben aber die Werwölfe noch in den Karten, aber die sind halt schwach. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich zweimal angreifen. Von daher ist es gar nicht so verkehrt, die Fledermaus an der Stelle einzusetzen. Wir bekommen 2 bis 4 Schaden, wir haben noch genügend Leben. Wir überleben mit 4 Lebenspunkten.
Wir kriegen jetzt das Wolfsjunge. Das würde jetzt 2 bis 4 Schaden machen. Hat also eine Zweidrittel Chance, dass sie den Nachzehrer schlägt. Leider nur 2/3. Wir würden es immer noch überleben. Wir schauen mal, was wir noch auf dem Deck hätten. Der Nachzehrer würde nicht sicher schlagen, der Nachzehrer auch nicht. Dieser Nachzehrer würde den sicher schlagen, wäre aber eigentlich übertrieben. Algul wäre auch übertrieben. Die schwarze Katze würde ihn nicht sicher schlagen. Die Hexe würde ihn sicher schlagen, wäre aber übertrieben. All Seeing würde ihn auch sicher schlagen, wäre ein bisschen weniger übertrieben. Kalte Hand würde Zusatzschaden bekommen. Die Vampirfledermaus würde ihn nicht besiegen. Das Wolfsjunge wieder nur vielleicht. Francie würde ihn auch sicher besiegen, aber wollen wir an der Stelle eigentlich nicht einsetzen. Also wir versuchen es mit dem Wolfsjungen. Und haben Glück. Unsere Lebenspunkte sind jetzt auf 2 gefallen. Lohnt sich jetzt also, sie wieder voll zu machen. Mit dem größten Heiltrank. Twinbees hat 3 Lebenspunkte. Der Alghul wäre jetzt leider ein ziemlicher Overkill, weil er halt mindestens 6 Schaden macht. Wir machen einmal Redraw und hoffen, wir kriegen eine schwächere Vampirkarte im Einsatz. Zum Beispiel den Nachzehrer. Der würde mindestens 4 Schaden machen. Wäre in Ordnung. Renzi würde auch 4 bis 6 Schaden machen. Wäre, denke ich, übertriebener als der Nachzehrer. Deswegen wählen wir den Nachzehrer. Töten Twinbees. Kommen Karten. So. Jetzt haben wir lauter Karten, die so lala sind. Sagen wir es mal so. An der Stelle zumindest noch. Ich gehe jetzt mal nach Onata und wähle. Ja, wir haben jetzt auch wieder auffallend häufig die Gegner mit einer Karte besiegt, ne? Also wir haben noch sehr viele Karten im Deck. Ja, da sieht man hier nicht, ohne nachzuzählen, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Karten auf dem Deck. Würde ich sagen, wir nehmen einfach nur eine Karte hier. Einmal Vial Renewal. Nach dem Onata-Prinzip. Okay, so, Vampirfledermaus macht Zusatzschaden gegen Twinbees, würde aber nicht reichen. Ich würde sagen, wir tauschen einmal. Vial Renewal wäre ideal. Macht 5 Schaden, wir füllen unsere Lebenspunkte komplett wieder auf. Nochmal, was es sonst noch gibt. Frenzy würde ihn jetzt an der Stelle nicht sicher schlagen, macht entweder 4, 6 oder 8 Schaden, aber zu 2/3. Tiefes Quatsch. Müssten eh nochmal tauschen. Also wir nutzen bei Renewal, das ist jetzt ideal quasi. Nutzt die komplette Brandbreite der Kartenfähigkeit aus. Falls du noch nicht gehört hast, GVG wird eingestampft. Ich weiß, ich habe es schon gelesen. Ja, ich habe es schon gelesen. Sogar aus vielen Quellen heute schon gelesen. Samson hat quasi den Chat heute damit eröffnet, dass GVG eingestampft wird. Ich habe es aber davor auch schon im Beta-Forum gelesen und bei Josie und Pi im Discord. Es gibt ein Onata-Prinzip. Ja, das muss ins Video. Ja, das mit dem Video ist halt so eine Sache, ne? Ist halt so aufwendig, ein Video zu machen. Also es ist halt. Es macht viel mehr Spaß, einen Stream zu machen, als ein Video, weil man einfach die Interaktion hat. Und das macht mehr Spaß, als alleine zu spielen, ja? Also man spielt quasi zusammen. Ihr spielt ja wahrscheinlich nebenbei auch Forge of Empires oder irgendwas anderes.
Ja, das macht halt einfach mehr Spaß, wenn man das so macht. Und ein Video zu produzieren ist halt super aufwendig. Man muss halt die Szenen aufnehmen, die man zeigen will. Idealerweise sagt man dann in dem Moment schon das Richtige. Oft kommen dann aber bei mir insbesondere noch Äs dazwischen und dann verzettel ich mich, verspreche mich, muss mal noch wieder noch mal nachgucken, was wollte ich jetzt eigentlich sagen. Dann muss ich schneiden. Das ist alles ein Aufwand von vielen Stunden wirklich. Also insbesondere wenn das Video am Ende sehr, sehr kurz sein soll, ist der Aufwand noch größer. Und jetzt auf diese Art und Weise ist halt das Video super lang, aber es macht mir super viel Spaß. Das ist halt so der. Deswegen mache ich halt nur noch wenig Videos. Genau. Das ist halt so das Problem. Okay. Also. Nächster Kampf. Wir haben einen Werwolf als Gegner. Da wollen wir natürlich am besten einen Zombie. Was haben wir noch als Zombie-Karten? Wir haben, glaube ich, nur noch einen Zombie, eine kalte Hand. Und wir haben die Hexen. Wir können natürlich auch andere Werwölfe nutzen oder Francie. Kennen noch die beiden. Dieb, ja. Und Apo, natürlich. Sie suchen sich ein neues Spiel. Ah, ach so, das habe ich überlesen. Ich habe nur Dieb gelesen. Dieb und Apo, ja, sie suchen sich ein neues Spiel, okay. Aber sie wissen ja noch gar nicht, was kommt. Da kommt ja statt. Also, ich kann ja mal kurz hier rüber switchen. Guild vs. Guild wird beendet, aber es kommt Brand New Guild Raids. Und vielleicht ist ja das was für sie. Also, vielleicht sollten sie noch ein bisschen warten, bevor sie gleich wieder meckern. Die meckern ja auch recht gern, muss man sagen. Okay. Gut. Also, wir müssen auf jeden Fall eine andere Karte wählen als ein Vampir. Dieb natürlich nicht. Die Katze wäre okay. Die könnte halt schon, ihn schon mal anzecken. Alghul sollten wir nicht wählen. Er ist ein Vampir. Also nehmen wir schon mal die Katze, so als ersten Wurf und machen ihm hoffentlich möglichst viel Schaden. Zwei ist jetzt nicht so doll, aber gut. Also, wieder Vampir. Wir müssen tauschen. Die Hexe ist ideal, denn sie macht ihm 4 bis 5 Schaden. Er hat noch 4 Lebenspunkte. Wir wählen sie, setzen sie ein und der Wolf ist besiegt. Ja, Murmeltier. Ich würde wirklich gern ein Video machen. Ich habe aber auch ein bisschen Zeitdruck, denn es läuft auch nur noch einen Tag. Also das ist jetzt so gerade mein Problem, ne? Also heute streame ich noch. Wenn ich ein Video machen würde, dann bräuchte ich die Zeit dafür morgen. Übermorgen früh hätte ich zwar auch noch Zeit, kann aber nicht mehr spielen, weil ich arbeite. Das heißt, wenn, dann kann ich nur morgen Abend noch aufnehmen. Und ich muss da alle Schnittszenen, alle Videosequenzen drin haben morgen Abend, um das Video zu machen. Ich habe danach keine Möglichkeit mehr, nochmal was aufzunehmen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Und ich muss mir vorher noch alle Notizen machen mit allen Sachen, die ich sagen will. Ich habe überlegt, ob ich so eine Art kürzeres Video mache, wo ich nicht erkläre, wie das ganze Spiel funktioniert, sondern wo ich nur ergänze, was FOE-Tipps noch nicht gesagt hat. Also FOE-Tipps hat ja die Grundfunktion alle super erklärt. Er hat zwei Sachen gesagt, mit denen ich nicht einverstanden bin, aber die Grundfunktion hat er super erklärt und zwei Sachen hat er gesagt, wo ich anders handeln würde und ich hätte noch mehr Ideen, die man in ein Video bringen sollte. Also quasi so eine Art Diff-Video. Was sollte man ergänzen zu dem, was FOE-Tipps schon gesagt hat? Na, das wäre, glaube ich, eine ganz
ein guter Kompromiss. Also, dass ich vielleicht ein Video mache, wo ich sage, hey, schaut euch erstmal das FOE-Tipps-Video an und hinterher sage ich euch, was ihr noch beachten solltet. So vielleicht. Und dann ist es für mich deutlich weniger Aufwand und es bietet einen Mehrwert. Und ich muss ja nicht das wiederholen, was er auch schon gesagt hat. Eigentlich ist es ja Quatsch. Und leider gibt es ja mehr deutschsprachige Videos nicht, soweit ich weiß, die nicht auch Streams sind. Ah. Ich brauche für mein Video noch einen Halloween-Avatar. Wenn du schnell bist. Sehr gerne. Dann kann ich das da gerne mit anzeigen lassen in dem Thumbnail. Thumbnail. Okay. Ja, Murmeltier. Du hast das Event jetzt dank meines Streams gerafft, das ist richtig. Oder was heißt, das ist richtig? Das ist ja vielleicht einerseits ein bisschen viel Eigenlob und andererseits weiß ich nicht 100%, ob du es gerafft hast, aber du sagst es, deswegen glaube ich dir das. Aber es ist halt ziemlich viel Aufwand, den Stream zu schauen, ne? Und das ist halt das Problem. Also so ein Stream ist halt ein paar Stunden lang und niemand guckt sich, der nur kurz wissen will, wie es geht, so einen langen Stream an. Insbesondere, wenn er nur am Handy spielt. Ihr seid wahrscheinlich, viele von euch sind wahrscheinlich am PC spielend. Und deswegen ist es halt eigentlich ganz cool, weil man halt, insbesondere wenn man noch zwei Bildschirme hat, dann kann man halt auf einem Bildschirm oder auf einem Tablet nebenher den Stream schauen, so nebenbei, und währenddessen selber Forge of Empires spielen. Und dann hat man, während man spielt, eine Unterhaltung sozusagen. Und lernt idealerweise noch was dabei. So ist es mit dem Stream gedacht. Aber für die, die mal nur so schnell, schnell was wissen wollen, wie es funktioniert, und die nur am Handy spielen und gar keinen PC haben, ist es schwieriger mit Streams schauen. Okay, also kommen wir noch mal wieder zum Dungeon. Also, Francie, Heilung. Okay, also wir nehmen Francie und wir nehmen die Heilungskarte, weil sie gibt jetzt für 50 Zähne 10 Lebenspunkte. Das ist, denke ich, ein guter Deal. Und wir brauchen eine Karte, die einen Vampir schlagen kann. Das heißt, es sollte ein Werwolf sagen. Ich glaube, sein. Ich glaube, wir haben noch zwei schwache Werwölfe auf der Hand. Wir haben eine Hexe, einen schwachen Werwolf. Nein, wir haben nur noch einen schwachen Werwolf auf der Hand. Also wir können jetzt mit dem Nachzehrer 2 bis 4 Schaden machen. Ist halt nicht doll. Ich möchte ungern dreimal angreifen müssen. Dann würde ich lieber einen Algul einsetzen wollen. Wovon ich dann noch 2 übrig behalte für die letzten. Und ziehe ihm schon mal ordentlich Lebenspunkte ab. Ich mach mal einmal Redraw. Francie hätten wir zur Auswahl. Francie macht ihm 4, 6, macht ihm 6, 8 oder 10 oder 12 Schaden. Also zu einer großen Wahrscheinlichkeit tötet ihn Francie. Heilung wäre jetzt noch unangebracht. Das wäre ein stärkerer Nachzehrer. Aber immer noch nicht wirklich viel besser. Deswegen versuchen wir Francie. Wir haben Pech gehabt. Wir haben das eine Drittel bekommen. Das eine Viertel bekommen. Kann ja auch mal sein, dass wir Pech haben. Okay, wir müssen nochmal tauschen. Und jetzt reicht uns eine schlechtere Karte. Na toll, jetzt haben wir die Alguls auf der Hand. Ich mache nochmal Redraw.
Die Heilung wollen wir nicht. Wir nehmen einen dieser Nachzehrer. Die kalte Hand können wir nicht, weil dann kriegen wir 4 Zusatzschaden. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also wir wählen den Nachzehrer. Wir füllen unsere Lebenspunkte um 1 auf, um nicht zu sterben. Könnte ja sein, dass er 6 Schaden macht. Das sollte man nicht riskieren. Kämpfe, besiege ihn. Er hat keine 6 Schaden gemacht, aber hätte ja sein können. So, Diebeskarte ist schon mal nicht passend. Das sind die letzten 3 Karten. Wir haben also jetzt die Karten, wo wir im Deck die meisten starken Karten gegen haben. Wir haben die Heilungskarte, die können wir jetzt an der Stelle super einsetzen, um unsere Lebenspunkte nochmal komplett aufzufüllen. Wir könnten All Seeing einsetzen, würde ihm mehr als die Hälfte der Lebenspunkte stehlen. Wir könnten den Nachzehrer einsetzen und der Nachzehrer würde sehr wahrscheinlich, naja, zu 50% haut er ihn um. Okay, aber ich setze erstmal die Heilungskarte ein und mache meine Lebenspunkte wieder voll. Mit dem Alghul schlagen wir ihn sicher. Der macht 6 bis 8, 6 bis 8 Schaden doch. Also das nutzen wir den Alghul. Wir haben, glaube ich, noch alle 3 Alghuls auf der Hand. So, wir können nochmal Karten bekommen. Ich nehme jetzt Soul Seaver. Weil ich denke nicht, dass wir noch eine Heilung brauchen. Also nochmal 10 Lebenspunkte brauchen. Dann lieber die Lebenspunkte halbieren. Madness ist raus. Okay. Wir müssen einmal tauschen, weil wir haben den Vampir auf der Hand. Wir könnten Frenzy nehmen. Frenzy würde 6, 8 oder mehr Schaden machen. Also wieder zu einem Viertel schlägt Frenzy ihn nicht. Aber ich würde sagen, Frenzy behalten wir übrig für den Endboss. All Seeing zieht ihm die Hälfte der Lebenspunkte ab. Der Dieb ist nicht geeignet. Ungefähr die Hälfte. Ein Alghul schlägt ihn auch nicht sicher. Weil der schon ziemlich stark ist. Na, der macht 7 bis 8 und der andere Alghul, den ich noch habe, macht 7 bis 9 Schaden. Was haben wir noch? Die Nachzehrer schlagen ihn jetzt eh nicht mehr. Da brauchen wir auch 2 Karten. Deswegen würde ich sagen, ist okay, wir nehmen einfach diese Hexe, die All-Seeing-Hexe. Die Hellseherin müsste das sein, ne? Ausziehen, setzen Sie ein. Ja, bekommen jetzt zu viel Schaden eigentlich. Das Wolfsjunge ist zu schwach. Das kriegt außerdem Zusatzschaden. Das ist raus. Frenzy würde ihn sicher töten jetzt an der Stelle. Ein Alghul auch. Die Vampirfledermaus würde ihn nicht töten. Wir setzen diesen Alghul ein, weil wir haben ja immer noch den anderen Alghul auf der Hand. Also wir setzen diesen Alghul ein, aber wir müssen 2 Lebenspunkte heilen, weil wir sonst vielleicht sterben. Ja, also ich habe jetzt die Lebenspunkte nicht genommen, die Lebenspunktkarte. Hätte ich sie genommen, dann hätte ich den Soul Seaver nicht mehr auf der Hand. Ich schau nochmal durch das Deck. Wir haben auch noch den Soul Seaver. Soul Seaver wäre halt auch gut, weil würde ihn ja halt jetzt töten. Also Lebenspunkte wäre, wenn jetzt die Lebenspunkte hier noch im Deck schlummern würden. Kann halt sein, dass ich die auch nicht bekommen würde, wenn ich jetzt nochmal tausche.
Also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt statt der Souls-Ziva-Karte die Lebenspunktkarte im Deck. Und ich will die jetzt ertauschen. Ich will nicht. Also wenn ich jetzt so kämpfen wollen würde, dann müsste ich jetzt an der Stelle noch 2 Lebenspunkte kaufen. Das würde mich 20 Zähne kosten. Wir probieren jetzt wieder was aus. Ich mache jetzt einmal Redraw. Wir bekommen Soul Seaver. Können ihn damit sicher töten. Wir bekommen auch einen Aalghoul. Müssten davor aber erstmal heilen. Das heißt, wir haben jetzt für 5 Zähne mit Glück eine Karte bekommen, die ihn sicher schlägt. Bedeutet allerdings, wir haben dann am Ende eine goldene Karte weniger verbleibend im Deck, was auch, oder einen goldenen Schlüssel, also eine Aktionskarte weniger im Deck, die einen goldenen Schlüssel ergeben würde, weil wir die jetzt eingesetzt haben. Ist aber okay. Also, wir setzen sie ein. Er ist tot. Wir haben immer noch ein paar Lebenspunkte übrig. Und jetzt geht's gegen den Endboss. Wolfsjunge ist ungeeignet. Wir wollen eigentlich erst einmal unsere Diebeskarten haben. Wie viele Diebeskarten haben wir? Eine dieses Mal nur. Im Schnitt würde ich sagen, kriegt man 2. Ich hatte schon einmal 4. Sonst hatte ich fast immer 2 und zweimal eine, glaube ich. Also ich mache nochmal Redraw, weil ich die Diebeskarte haben will. Da ist sie. Ich nutze sie. So, jetzt haben wir keine Diebeskarte mehr auf der Hand. Aber jetzt will ich Frenzy bekommen. Also mache ich Redraw. Komme Frenzy. Setze Frenzy ein. Mit Glück schlägt er sich schon selbst damit. Und es ist so. Und das war dieses Dungeon. Okay. So, jetzt soll ich Werwölfe nehmen. Ja. Wir gucken mal, was wir verbraucht haben. Ich habe jetzt noch 10.730 übrig. Vorher hatte ich 11.005. Ja. Ja, 10.730. Also nochmal. 11.005 und 10.730. Das kann man natürlich auch im Kopf rechnen, aber ist jetzt zu spät. Ich habe 275 Zähne verbraucht in diesem Dungeon. Wenn man jetzt die 100 Zähne noch draufrechnet, die ich am Anfang verbraucht hätte, habe für das Wählen, bin ich immer noch deutlich unter 510 pro Dungeon. Also ich bin jetzt ziemlich sicher schon, man kann sagen, ein Dungeon 400 Zähne oder weniger. Was bedeuten eigentlich die Zeichen oder Zahlen rechts oben bei den Karten? Schauen wir gleich, Engel. Ich brauche ein neues Wasser und bin gleich wieder da.
Sorry. Ich habe natürlich, damit ihr nicht hört, wie ich das Wasser auffülle oder irgendwelche Knackser sind, weil ich außer Reichweite mit dem Headset gehe, auf Mute gestellt, aber wie immer auch vergessen, wieder zu entmuten. Also Engel, wir schauen uns das gleich an. Was ich jetzt nur sagen wollte, ich sammle eben kurz ein. Und bin ja jetzt auch schon wieder fertig mit dem Einsammeln. Also, wir gehen noch ein Dungeon an. Ich möchte gerne die Zombies noch verbrauchen. Du musst dringend ins Bett. Onata, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Und vielen Dank für die wirklich, also Onata, du hast wirklich viele Anregungen gegeben und mich nochmal korrigiert. Das war auch sehr hilfreich. Danke dir. Schlaf gut. Okay, also ich nehme jetzt das Werwolf-Paket. Starte das Dungeon. Und du meinst das hier rechts oben, ne? Hattest du geschrieben, rechts oben, ja. Okay, darauf habe ich bisher noch nicht so richtig geachtet. Schauen wir mal, wenn wir uns die Karten hier ansehen. Na gut, ich habe gesagt, die Fledermaus ist eine schwache Karte. Das Wolfsjunge ist eigentlich auch schwach aus meiner Sicht. Das ist besser als dieses Wolfsjunge. Und es ist, glaube ich, der Stärkegrad innerhalb desselben Kartentyps. Genau. Also wir haben hier alle drei einsame Wölfe auf der Hand zum Beispiel. Das ist der schwächste einsame Wolf. Der macht 2 bis 3 Schaden. Das ist der mittlere, der macht 2 bis 4 Schaden. Und das ist der stärkste einsame Wolf, der macht 3 bis 4 Schaden. Das ist also die Stärke der Karte beim gleichen Kartentyp. Das bedeutet dieses Zeichen. Okay, also das hier wäre jetzt zu übertrieben. Die Fledermaus ist okay. Die kalte Hand würde Zusatzschaden bekommen. Einsamer Wolf wäre eigentlich auch übertrieben. Dann nehmen wir die Fledermaus. Eine Zweier-Fledermaus gegen eine Einser-Fledermaus ist eigentlich ein bisschen übertrieben, aber so it is. Also, jetzt kalte Hand. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Also, ja, unter den eigenen Karten. Aber die sind halt auch nicht so schön geordnet, wie, also meistens sind sie nicht so schön geordnet, wie sie es eben waren. Und dann hat man noch, sehe ich gerade, eine Form. Der Kreis ist der Mond für den Werwolf. Das Viereck ist die Hexe. Quatsch, das Sechseck ist die Hexe. Das Dreieck ist der Zombie. Genau, eine Form gibt es auch noch. Und das Viereck ist ein Vampir. Stimmt. Das habe ich noch gar nicht berücksichtigt, dass sie noch unterschiedliche Formen haben. Ja. Also sie sind halt nicht immer so schön geordnet, wie das gerade mit den Lone Wolves war. Oder sind die immer so schön geordnet? Weiß nicht. Okay, kalte Hand würde Zusatzschaden nehmen, nehmen wir nicht. Wolfsjunge macht 2 bis 3 Schaden gegen die Fledermaus. Ist ideal, den nutzen wir. Ach so. Ja, na, das ist nur innerhalb desselben Kartentyps. Nur innerhalb desselben Kartentyps eben die Stärke dieser einzelnen Karte. Also nicht der Kartenserie, sondern nur dieser eigenen einzigen Karte. Ne?
Also hier die beiden Wolfsjungen verglichen. Das Wolfsjunge mit zwei Strichen ist schwächer als das Wolfsjunge mit drei Strichen. Weil es macht 1 bis 3 Schaden und das andere macht 2 bis 3 Schaden. Nur das bedeutet das. So. Diese Fledermaus macht 2 bis 3 Schaden gegen Twinbee. Wir haben eine Chance von 50%, dass wir ihn töten mit der Fledermaus. Ich würde sie jetzt einsetzen. Denn die meisten anderen Karten sind entweder, also das ist immer das Problem, bei diesem dritten Kampf ist es meistens so, die meisten anderen Karten sind entweder zu stark, die man einsetzt, oder zu schwach, um ihn mit einem Schlag zu töten, die man dann hat zu dem Zeitpunkt. Okay, wir setzen sie ein, haben Glück, er ist tot. So, jetzt gibt's Karten. Wir nehmen Thief. Und die anderen nehmen wir nicht. So. Okay. Dann Wolfsjunges gegen einen einsamen Wolf. Da ist natürlich unser Wolfsjunges unterlegen. Gegen den werden wir wahrscheinlich E2 Angriffe brauchen. Von daher ist es vielleicht ganz okay, dass wir es nehmen. Wir schauen mal, was wir noch bekommen können. Ideal wäre ein Zombie. Aber auch unsere Zombies würden ihn ja nicht töten. Die schwarze Katze nicht. Keine Karte würde ihn sicher töten aus dem gesamten Deck, was wir aktuell noch haben. So wie ich das sehe. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon einfach erstmal das Wolfsjunge einsetzen, um seine Lebenspunkte schon mal zu reduzieren. Und wir hoffen mal ganz stark, dass wir nicht nur einen Schaden machen, sondern mindestens zwei. Oder gar drei. Wir machen nur einen. Okay, dann ist das so. Kann ja nicht immer Glück haben. Aber dieser Alpha-Wolf zum Beispiel, der macht ihm 4 bis 5 und das passt genau. Das ist nicht der stärkste Alpha-Wolf, den wir im Deck haben. Die Frage, ob ich den jetzt schon einsetzen möchte. Oder ob ich lieber eine andere Karte einsetzen möchte. Weil die halt auch einen Bonus von 3 auf Vampire hat und wir bekommen halt nachher die Vampire. Versuche nochmal zu tauschen. Vampirkarte schlägt ihn nicht. Und der einsame Wolf auch. Nur zu einem Drittel wahrscheinlich. Was haben wir denn noch so? Die Wolfsjungen bringen es ja auch nicht. Dieser einsame Wolf schlägt ihn schon eher, aber immer noch nicht sicher. Und die Alpha-Wölfe, auch die Alpha-Wölfe schlagen ihn ja nicht sicher. Die kalten Hände können wir nicht einsetzen. Die Hexe, die wäre eigentlich gut. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass wir die Hexe bekommen? Wir füllen erstmal unsere Lebenspunkte auf. Genau, vielleicht nochmal den Tipp für die Lebenspunkte. Immer erst dann auffüllen, wenn ihr bei 4 oder niedriger seid, sofern es geht. Also wenn ihr über die Leiste kauft. Sofern es geht, immer nur, wenn ihr 4 oder weniger habt. Weil das ist halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach deutlich besser als die anderen beiden Varianten.
Okay, also ich habe eine Chance von ein Drittel, dass ich ihn schlage. Das ist eine ziemlich geringe Chance. Ja. Darfst einen Raid-Wunsch äußern. Du darfst einen Raid-Wunsch äußern und ich raide auch gerne dahin, wenn niemand anderes online ist, zu dem ich dringender raiden möchte. Ja? Denn das hier für eine Strähne? Ist nicht eingearbeitet. Okay. Also. Ich mache nochmal Redraw. Gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Wird aber auch nicht besser, ne? Es wird auch nicht besser. Ist jetzt egal. Ich gehe jetzt drauf. Dann brauche ich eben noch einen dritten Kampf. Oh Gott. Der hat nur einen Schaden gemacht, die Katze. Klar, die kann auch nur einen Schaden. Also kann sein, dass sie nur einen Schaden macht. Auch der Lone Wolf schlägt ihn jetzt nicht sicher. Nur zu 50%. Also wir müssen nochmal Redraw machen. Gut, aber jetzt gibt es eigentlich viele Karten, die. Come on. Ich möchte doch nicht meinen besten Alpha Wolf verwenden. Okay, ich nehme jetzt den und da habe ich immer noch eine Chance zu ein Drittel, dass ich ihn immer noch nicht schlage. Dann würde ich sogar vier Karten einsetzen müssen. Reicht. Okay, also drei Karten gegen einen Gegner ist eigentlich zu viel. Go. Okay, so. Thief geht nicht. Die Katze würde ihn halb besiegen. Oder besser wie vier, richtig. Besser wie vier. Vier sind viel zu viel. Der einsame Wolf kriegt Zusatzschaden. Die kalte Hand ist zu schwach. Wir nehmen erstmal die Katze. So, hat auch die Hälfte tatsächlich abgezogen. Jetzt haben wir einen einsamen. Den nehmen wir nicht, weil Werwolf kriegt Zusatzschaden. Genau, nicht die kalte Hand kriegt Zusatzschaden, sondern der Werwolf kriegt Zusatzschaden. Die kalte Hand schlägt ihn nicht sicher. Was haben wir noch im Deck? Wir hätten diese Hexe, die würde ihn umhauen. Diese kalte Hand, die würde ihn nur vielleicht umhauen. Diese auch. Und wir haben leider einen Vampir mehr. Die dann stärker wären. Fürchte, wir müssen hier nochmal drei Karten nutzen. Also fülle ich die Lebenspunkte wieder auf. Was soll's? Okay, die kalte Hand. Auf ihn. Auf ihn mit Gebrüll. Also ich denke, hier kommen wir nicht ganz so günstig bei raus. Werwolf ist wieder nicht geeignet. Und es gibt nur Werwölfe. Wir müssen nochmal Redraw machen. Es gibt nur Werwölfe. Und jetzt ist die Hexe eigentlich zu stark. Die kalte Hand schlägt ihn nicht sicher. Aber zu zwei Drittel Wahrscheinlichkeit. Drückt die Daumen. Nein. Hätten wir doch die Hexe gewählt. Hätten wir doch die Hexe gewählt. Tatsächlich müssen wir jetzt die Hexe wählen. Weil wir keine andere Karte zur Verfügung haben. Und ich glaube, wir haben auch generell, außer diese Zombie, außer die kalte Hand selbst, die eine kalte Hand. Also wenn ich jetzt Redraw mache, dann muss ich unter 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten die richtige bekommen. Das heißt, bei zweimal Redraw kriege ich auf jeden Fall die richtige. Und ich muss nicht die Hexe ausgeben. Ich mache nochmal Redraw. Natürlich haben wir Pech. Okay, Wahnsinn.
So. Es ist geschafft. Wir nehmen Sief. Und ich nehme das Wild Renewal noch. Weil uns fehlen jetzt auch langsam Karten. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Karten ausgegeben. Für wenige Siege. Wir müssen wieder tauschen. Vile Renewal macht jetzt nicht genügend Schaden, aber wir würden wieder Lebenspunkte gewinnen. Er würde auch nicht genügend Schaden machen, der Alpha Wolf. Diese Karte wollen wir nicht. Wenn wir Vile Renewal einsetzen, dann würde zumindest der nächste Kampf erfolgreich sein. Dann fast egal, was wir nehmen. Und wir würden es dann auch noch überleben, weil wir Lebenspunkte aufgefüllt haben. Gerade die Hexe würde ich jetzt ungern wieder nehmen, weil die noch stark genug ist. Und wir bekommen keine andere Karte, die wir nehmen können. Ich muss nochmal Redraw machen. Also das ist wirklich. Dieses Mal ist es verhext. Der einsame Wolf. Kein Wolfsjunges. Wir haben einen starken einsamen Wolf bekommen und nicht den schwächeren. Dann nehmen wir den jetzt eben, den starken einsamen Wolf. Okay. Nächste Karte, ein Nachzehrer. Wir haben den Thief auf der Hand. Thief können wir nicht nehmen. Wollen wir nicht nehmen. Alpha Wolf schlägt den Nachzehrer vielleicht. Das Wolfsjunge sicher nicht. Aber wir nehmen das Wolfsjunge und behalten noch die Alpha-Wölfe. Das können wir jetzt auch noch nehmen, danach können wir die Lebenspunkte nochmal auffüllen. Kaching! Jetzt ist der Alpha-Wolf natürlich wieder zu stark. Wollen wir nicht. Der ist so stark, den einsamen Wolf nehmen wir jetzt. Cards. Okay, ich kaufe jetzt die Heilung und den Soul Seaver. Ich nehme auch zwei Karten, auch wenn die zweite nicht unbedingt notwendig ist, aber jetzt ist sie notwendig, weil ich habe Kartenmangel, glaube ich. So, die Heilung ist jetzt nicht die richtige Karte. Wir machen einmal Redraw. Auch Dieb ist nicht die richtige Karte. Der Alpha Wolf würde diesen Alpha Wolf schon mal ungefähr zur Hälfte töten. Wir nehmen den jetzt und ziehen ihm die Hälfte seiner Lebenspunkte ab. Also 3 bis 5. Leider nur 3. So, wir müssen wieder Redraw machen, weil wir natürlich wieder eine ungeeignete Karte bekommen. Soul Seaver tötet ihn nicht, weil wir zu wenig Schaden gemacht haben. Den Alpha Wolf einsetzen. Auch da, das ist der beste Alpha Wolf, den wir haben. Es ist wieder doof. Es ist wieder doof. Und wir haben auf der Hand nicht mehr viel, was wir noch einsetzen können. Die Hexe tötet ihn nur zu einem Drittel, zu 2/3 Chance. Thief hilft uns nicht. Dieser Alpha Wolf tötet ihn nur zur Hälfte. Thief hilft uns nicht.
Ich würde sagen, wir nutzen den Alpha Wolf. Wir haben eine Chance von 2/3, dass wir ihn schlagen. Und bei dem Pech, den wir in diesem Dungeon dieses Mal haben, würde ich sagen, wir schaffen es nicht. Schaffen es. Unglaublich. Okay. Soul Seaver reduziert die Lebenspunkte um die Hälfte. Wir müssen erstmal. Nein. Es sind jetzt die Vampire. Mit den Alpha-Wölfen haben wir ganz gute Chancen gegen den Vampir. Wir haben auch gar nicht mehr viele Alpha-Wölfe, weil wir schon sehr viel eingesetzt haben. Ich glaube, wir haben noch den hier. Der tötet ihn. Wir haben nur noch einen Alpha-Wolf. Und die Hexe. Und wir haben noch drei Gegner. Es wird jetzt äußerst schwer, überhaupt durchzukommen. Zum Glück kriegen wir jetzt noch eine Karte. Und da muss ich eine Schadenskarte nehmen. Um jeden Preis. Und wenn ich Madness nehme. Okay. Wir wollen ja nicht die Hexe. Also. Der Alpha Wolf schlägt den sicher. Aber dann haben wir keine Karte mehr, die Vampire schlägt. Also jetzt sind wir das erste Mal richtig in Bedrängnis. An der Stelle. Das könnte sein, dass wir das Dungeon nicht schaffen, weil wir zu oft zu viele Karten verloren haben, weil wir richtig Pech hatten. Also die Hexe schlägt ihn nur. Also entweder ich setze den Alpha-Wolf ein, töte ihn, oder ich setze die Hexe plus Soulsheaver ein. Oder ich setze die Hexe ein und habe Glück und töte ihn mit 1/3. Und behalte Soulsheaver noch übrig. Ich würde sagen, wir hoffen erstmal darauf. Weil wir so viel Glück hatten bisher. Wir machen Redraw. Wir wählen die Hexe und hoffen, dass wir 6 Schaden machen. Wir machen 6 Schaden. Ja, irgendwann muss ja das Glück kommen. So, und jetzt. Nee. Nee, nicht jawohl, Speedy. Nicht jawohl. Denn in all dem Stress, den mir gerade dieses Dungeon bereitet hat, habe ich vergessen, meine Lebenspunkte aufzufüllen. Damit bin ich tot. Das Dungeon ist verloren. Ja, auch dieses Beispiel wollte ich mal zeigen. Natürlich, jetzt wollte ich gerne mal zeigen, ne? Wie man ein Dungeon verliert. Okay. Ja, so macht man es nicht. So. Okay. Aber, also man kann auch arg in Bedrängnis kommen, wenn man zu viele Karten ausgibt. Okay, wir machen noch ein Spiel. Es ist jetzt auch schon wieder 0 Uhr. Wir machen dieses eine Spiel noch, weil wir jetzt auch die Zombies nehmen können, die wir empfohlen bekommen. Und danach mache ich Schluss. Okay, also man sollte schon gewinnen, wenn man einen Dungeon so weit spielt, sonst ist es echt bitter. Tauschen. Tauschen. Fängt schon mal gut an. Okay, die Fledermaus ist leider, kriegt die Zusatzschaden. Hat es eigentlich zu stark. Ich wähle und wechsle nochmal. Die kalte Hand. Die ist eigentlich zu stark, aber. Ist okay.
Gut. Next. Das Wolfsjunge gegen das Wolfsjunge macht 1 bis 3 Schaden. Wir besiegen das Wolfsjunge zu 2 Drittel Wahrscheinlichkeit. Wir versuchen es. Wir haben Pech. Redraw. Fledermaus können wir nicht. Der ist. Okay, wir nehmen die Katze. Dann. Twin Bees kriegen Zusatzschaden. Nein. Wir nehmen das Wolfsjunge, das schlägt den sicher. Mit 3 bis 4 Schaden. Lebenspunkte im Blick behalten. Eine Karte. Frenzy. Und sonst erstmal nix. Okay. Das kann uns jetzt bis 4 Schaden machen, das Twinbee-Dingens. Es ist noch okay. Der macht Zusatzschaden. Wird ihn nicht töten. Ist aber okay. Wir nutzen die Fledermaus. Füllen unsere Lebenspunkte wieder auf. Dann hätten wir gerne noch eine andere Karte, die wir nutzen können. Problem wird sein, die schafft es nicht sicher, die schafft es sicher. Ist aber eigentlich zu stark. Die Werwölfe wollen wir nicht verwenden, die schafft es auch sicher. Ist aber nur noch eine. Die schafft es auch sicher. Ah, ich habe noch zwei Karten im Deck und wir hier noch einmal. Ach nee, das sind ja. Nee, ich habe ja ein Zombie-Deck. Okay. Gut, wir haben noch viele Karten im Deck, mit der die besser geeignet wären. Also tauschen wir. Renzi ist zu stark, Rotten ist auch zu stark. Diese Fledermaus ist ideal. Die macht 2 bis 3 Schaden gegen den Zombie, damit ist er weg. Also. Unser Twinbee macht gegen den einsamen Wolf 4 bis 6 Schaden. Das ist okay. Ist zwar ein bisschen zu viel, aber ist ein sicherer Sieg. Würde jetzt nicht tauschen. Wir bekommen Thief. Francie. So, next. Unser Wolfsjunges zeigt ihn schon mal gut an. Das ist der Counter, die Counterpart-Karte, die ideale gegen einen Vampir. Deswegen nutzen wir sie. 2 bis 3 Schaden. Danach schlagen wir ihn dann. So, Twin Bees würde Zusatzschaden bekommen. Nehmen wir nicht. Frenzy ist zu stark. Thief wollen wir nicht. All Seeing ist eigentlich auch zu stark. Wir wechseln nochmal. Nochmal Francie, die kalte Hand. Kriegt Zusatzschaden. Ah, ich habe nicht bedacht, dass wir ein Vampir-Deck haben. Ich hätte die Kekse nehmen müssen. Und wieder ein Fehler gemacht. Es wird zu spät langsam. Jetzt schleichen sich wieder die Fehler ein. Weil es immer später wird. Okay, wir haben noch jede Menge. Wir haben diese Vampirkarte, die wollen wir eigentlich haben jetzt an der Stelle. Und jede Menge Zombies, die alle Zusatzschaden bekommen. Und noch eine andere Hexe.
Ich mache jetzt. Ich wähle jetzt und mache nochmal Redraw. Und jetzt wähle ich die Hexe. Wir müssen die Lebenspunkte wieder auffüllen. Erstmal kriegen wir Karten, glaube ich. Nee, doch noch nicht. So. Unser Zombie kriegt Zusatzschaden von dem Alghul. Wir müssen einen Redraw machen. Francie ist sehr gut geeignet gegen den Alghul. Wir setzen Francie ein, macht 6 bis 8 Schaden und wir opfern einen Lebenspunkt dafür. Ja, muss ich. Muss ich, Speedy. Wir kaufen Sieve, wir kaufen Francie. Wir sind glücklich, dass wir es geschafft haben. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, mit welchen 10 wir gestartet sind. Ich kann dann wieder nur sagen, was wir jetzt für 2 Dungeons ausgegeben haben. Ein verlorenes und ein gewonnenes Dungeon. Und zwar aus Dummheit verloren. Okay. Also, wir haben die Fledermaus, die macht Zusatzschaden gegen einen Rotten One. Das ist in Ordnung. Wir machen jetzt 3 bis 4 Schaden bei dem. Und nehmen ihm schon mal ungefähr die Hälfte seiner Lebenspunkte. So, Twin Bees kann ihn nicht töten. Und wir haben vor allem noch Zombies auf der Hand. Wir haben ausschließlich Zombies auf der Hand. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich eine Frenzy-Karte, um ihn zu besiegen. Die schlägt ihn jetzt sicher. Also, gib mir Frenzy. Danke. Wir opfern einen Lebenspunkt und er macht sich mindestens 6 Schaden. So, jetzt gibt es Werwölfe. Das sind die letzten 3 Karten. Jetzt passen unsere Karten dazu. Diesen Alpha-Wolf können wir damit leider nur anzecken. Er macht uns aber auch nur 3 bis 4 Schaden. Das heißt, wir leben danach noch, wenn wir ihn angegriffen haben. Und wir machen ihm 2 bis 3 Schaden und haben dann schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Jetzt können wir uns heilen. Machen wir nochmal voll. Für die letzten 3. Der schlägt ihn sicher, der wäre übertrieben. Wir nehmen lieber eine schwächere Zombie-Karte. Zum Beispiel diese Twin Bees. Oder die kalte Hand. Die kalte Hand schlägt ihn aber nur zu 2/3 Chance. Die Twin Bees machen es sicher, sind aber übertrieben. Angesichts dessen, dass wir aber noch viele Rotten Ones, also viele, wir haben 2, sogar 3 noch im Deck haben für die letzten 2 Karten, nehmen wir die Twimbies und machen es, gehen auf Nummer sicher. So, jetzt kriegen wir nochmal Karten. Eine 10er Heilung brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Frenzy brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr, aber wir kriegen ja noch eine Gratiskarte. Nehmen wir die Frenzy-Karte. Schließen das. Jetzt sind wir wieder gut durchgekommen. Thief können wir da noch nicht nutzen. Frenzy würde ihn nicht sicher schlagen, aber zu 3/4. Der Rotten One schlägt ihn zur Hälfte. Also nutzen wir Frenzy, würde ich sagen.
haben Pech gehabt. Dafür reicht uns jetzt die kalte Hand aus, um ihn ganz zu besiegen. Die Lebenspunkte reichen auch noch. Haben noch einen Lebenspunkt übrig. Und jetzt kommt der Endboss. Wir wollen die Diebeskarten. Wir haben zwei Stück, glaube ich. Eine. Wir wollen die andere Diebeskarte. Zwei. Und jetzt haben wir, glaube ich, keine mehr. Jetzt wollen wir aber Frenzy. Machen wieder Redraw. Mal Glück, dass sie gleich oben liegt. Das hätte in die Hose gehen können. Gut, dass es die letzte Begegnung ist. Gut, dass das Glück gut gegangen ist. Es hätte in die Hose gehen können. Frenzy hat ihn nicht sicher geschlagen. Es hat ihn jetzt geschlagen. Aber ich habe vergessen, dass ich ja auch einen Lebenspunkt opfere. Und dass ich nur noch einen übrig hatte. Hätte es ihn nicht geschlagen, hätte ich das Dungeon verloren. Also, spielt es nicht zu spät. Spielt es nicht zu spät. Danke dir, Murmeltier. Danke dir. Okay. Ich hab's noch mitbekommen, in dem Moment, wo es zu spät war. Aber ich habe Glück gehabt. Okay. Gut, Leute. Dann kann ich nochmal gucken, wie viel habe ich jetzt für die zwei Dungeons verbraucht. Ich hatte am Anfang 11.005. Und ich habe jetzt echt. Kann sein, dass ich ganz viel verbraucht habe für dieses dieses Match davor. Ich glaube, das war jetzt auch wieder recht sparsam. Aber das Match davor war halt sehr, sehr schlecht. Und wenn ich wirklich. Ja. 10-1, dann hätte ich jetzt so 400 bis 500 verbraucht an der Stelle. Genau. Naja. Naja. Okay. Also ich würde sagen, mit 400 bis 500 kommt man normalerweise, wenn man aufmerksam spielt, 405 bis 510 schafft man das. Wenn man Glück hat, sogar noch weniger. Wenn man Pech hat, mehr. Im Schnitt 400 bis 500 pro Dungeon. Würde ich. Also meine Einschätzung gestern war 500 im Schnitt. Eher weniger. Vielleicht im Mittel bei 450. Genau. Aber man muss halt wirklich möglichst alles beachten. Man muss nicht zu müde sein. Okay. Brand Mika oder Brand Mika. Okay. Gut, wir schauen mal. Wir schauen mal, Speedy. Müde geht nur GG. Genau, da muss man nicht nachdenken. Da kann man einfach loslegen. Also dieses Spiel macht mir halt auch Spaß, weil man nachdenken muss. So wie bei GVG eben auch. Da muss man gut planen. Aber das wird ja jetzt eingestellt. GG kann man einfach draufkloppen. Wobei man ja jetzt da auch planen muss, welches Gebäude man stellt. Ne? Da gibt es ja jetzt mehr Auswahl. Wobei ich mich da gar nicht auskenne. Damit habe ich mich gar überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und ich habe auch keine Lust drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Okay.
Ah, okay. Jetzt braucht man auch Taktik. Alles klar. Ja, dann ist es ja vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen spaßiger dadurch. Gut. Dann schaue ich mal, wo wir hingehen können. Ich ziehe das hier mal raus, mein Twitch. Auf den zweiten Bildschirm rüber. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Ich sag schon mal danke für die zahlreichen Kommentare. Danke für eure wertvollen Ergänzungen. Danke für die Bits an Tyraval. Ja. Und morgen mache ich dann keinen Stream mehr. Würde ich jetzt mal behaupten. Und vielleicht setze ich mich morgen dran und mache noch ein Diff-Video sozusagen. Ein Video mit dem, was FOE-Tipps nicht gesagt hat. Wo ich dann auch explizit darauf hinweise, dass man erstmal FOE-Tipps gucken soll, falls es tatsächlich jemanden geben sollte, der mein Video schaut, bevor er schon das FOE-Tipps-Video geschaut hat. Okay, ich drücke jetzt mal auf Kanal Raiden und in meiner Liste der Raid-Ziele ist niemand, zu dem ich gerne raiden möchte. Das heißt, wir raiden auch zu Brandmiga. Das ist der Wunsch-Raid von Speedy. Und er spielt, glaube ich, ein Sportspiel, ne? EAFC? Ich weiß nicht genau, was EAFC bedeutet. Ich würde jetzt mal vermuten, FC klingt irgendwie nach Sport, aber Fußballclub. Ja, genau. EA Sports FC 24. Ein Sportspiel. Okay. Na dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Und ja. Vielleicht mache ich morgen ein Video. Vielleicht auch nicht. Ich kann auch nichts versprechen. Dann. André, bis Mittwoch. allen anderen bis zum nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht. Ciao. Gute Nacht. Und der Raid startet. Sind ja ganz schön viele noch da. Dann raiden wir jetzt mit 7 rüber zum Brandmika. Gute Nacht. Ciao.